Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Livestream Ranzbude Roleplay. Heute ein ganz besonderer Tag, heute hagelt es Verantwortung. Ich will nicht zu viel spoilern, lasst euch überraschen. Es warten auf jeden Fall definitiv neue Aufgaben, neues Aufgabenfeld auf uns. Und nicht nur auf mich, sondern auch tatsächlich auf andere. Und in diesem Sinne, lasst es euch auf der Zunge zergehen, beziehungsweise genießt den Augenblick, genießt die Show und dann wollen wir mal loslegen so langsam. Der Mato. Der sieht übel schwul aus. Was willst du? Sieht überhaupt nicht, sieht voll schwul aus. Schon lange keinen Bugs mehr gekriegt, wa? Lukas, sieht voll schwul aus. Ich glaube, er will einen Dübel haben. Ich glaube, es ist mal wieder an der Zeit, gewisse... Sieht übel kacke aus. Den Knüppel mal wieder auszupacken. Irgendwie steht dir das nicht. So, Nick, grüß dich. Servus, servus. Wo sind das viele Leute hier? Ja. Bin begeistert. Ja, mehr als in deinem Zimmer. 34-10-1. Dann lass, wieso steht hier vor der Besprechungstür? Ja, wir können uns ja so langsam schon mal einfinden. Yes. Kann man sich doch eh nicht hinsetzen. Ja, man kann sich hinstellen. Ja, toll, wunderschön. Da gibt's Donuts da vorne. Der Oha. Gestellt für uns alle. VIP-Pass. Hier vorne gibt's die Donuts nur. Teddy, wer ist los? Gut, einen Augenblick warten wir noch. Ich würde sagen, am Punkt starten wir. Kommt das wohl dann nicht? Das weiß ich aktuell nicht. Okay. Ich habe von Hasbulla tatsächlich noch nichts wieder gehört. Geile Schokosahne. Es scheint im Verteiler auch nicht da zu sein. Weiß jemand, ob sich noch Kollegen außerhalb des Dienstes befinden hier? Nee, du warst der Einzige, habe ich gerade gesehen. Ah, okay. Motivationshöhe, Autos kommen, was lief Gutes. Okay. Falschen Dings gerade bei dir links eigentlich. Wer? Du. Bei dir sollte Commissioner stehen, nicht Commander. Ja, ich weiß. Das ist ein organisatorischer Fehler. Irgendwann vielleicht. Also ich bin da sehr mutig, also wie soll ich sagen?
sehr guter Dinge, dass das vielleicht tatsächlich irgendwann mal so sein wird. Und wenn es so sein sollte, hoffe ich noch, dass Summer das mitkriegt. Ja, das hoffe ich auch. Gut, du leitest das Ganze heute. Ich würde nur meinen Teil übernehmen bezüglich der Detective Unit, ne? Genau. Das ist heute deine Besprechung. Die erste und die letzte. Das kann passieren. Das war ein Spaß. Gute Herren, kann mich jeder hören? Ja. Gut, ich begrüße hier alle recht herzlich zur wöchentlichen Sonntagsbesprechung. Heute ist die Teilnehmeranzahl leider sehr überschaulich. Es kann vielleicht sein, dass das auch den Gehörproblemen geschuldet ist, die momentan im Umlauf sind. Da ist ja irgendwie eine schwere Mittelohrentzündung gerade hier im Umlauf. Nichtsdestotrotz begrüße ich hier alle recht herzlich und heute bin ich mal derjenige, der hier vorne steht und tatsächlich diese Besprechung leitet, die Befehlsebene und auch die Leaderschaft in dem Sinne, der Chief of Police und der Chief, die lassen sich entschuldigen, die sind leider verhindert, die sind auswärts auf Termin, aber das soll uns ja nicht davon abhalten, dass wir hier eine saubere und ordentliche Besprechung abliefern. Ich habe vom Chief einige Punkte bekommen, die anstehen, die auf der Tagesordnung stehen. Unter anderem die Ansprache, die ich persönlich am wichtigsten finde. Die Motivationsansprache. Ich bin heilfroh, dass Kollegen wie Sie hier im Dienst sind und tatsächlich auch glorreiche und goldene Arbeit leisten. Eine Gruppe oder eine Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied und ich muss sagen, die Glieder sind alle durchgeprüft und sehr stabil. Auch wenn das vielleicht in der Truppe selber mal für Ungereimtheiten gibt oder auch mal ein bisschen Ärger gibt, aber im Großen und Ganzen halten ja doch alle zusammen und ziehen an einem Strang. Ich stehe hier vor Ihnen tatsächlich in meiner neuen Funktion als Commander der Patrol Unit. Ich bin auserwählt worden, tatsächlich die Patrol Unit zu führen. Ich hoffe, dass diese Funktion machbar ist und nicht allzu schwierig ist und dass es auch nicht allzu schwer sein wird. Ich entschuldige mich im Vorhinein vielleicht für zukünftige Fehler, die in der Einfindungsphase noch passieren könnten oder können oder auch kommen werden. Aber im Großen und Ganzen wird das schon. Der Chief lässt ausrichten tatsächlich. Er hat mit dem Mechaniker gesprochen, mit dem zuständigen Mechaniker. Der hatte auch wohl einen recht guten Fahrzeuglackierer an der Hand. Der hat sich der Sache angenommen, hat unsere Autos mal durchgemessen und hat auch ein schönes Konzept entwickelt, was die Fahrzeuge angeht. Einige von Ihnen haben das vielleicht auch schon gesehen, wie es aussehen wird. Ich bin sehr begeistert, dass dieses schreckliche Blau von den Fahrzeugen verschwinden wird. Also die gesamte Flotte wird einmal umlackiert. Inwiefern das stattfinden wird, ob tatsächlich neue Fahrzeuge angeschafft werden in dem Stil, die alten vielleicht entsorgt werden oder vielleicht tatsächlich auch erstmal auf Lager gelegt werden als Reserve. Oder ob es umlackiert wird. Das wird die Zeit zeigen, dass muss man gucken, inwiefern der Mechaniker das bewerkstelligen kann. Aber es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis die neuen Fahrzeuge oder die erste Charge der neuen Fahrzeuge geliefert ist. Und das wird aber sehr Schönes, muss ich sagen. Dann jetzt am nächsten Punkt tatsächlich eine Frage in die Runde tatsächlich. Fragen, Wünsche, Anträge. Ob irgendjemand von Ihnen tatsächlich Kritikpunkte hat oder tatsächlich auch Punkte, die man verbessern könnte, die man verbessern müsste und vor allem auch, was man im Tagesdienst hinzufügen kann. Da würde ich dann einmal von links nach rechts hinweg von mir aus gesehen dem Herrn Ostrolek das Wort erteilen, dass der Punkt abgearbeitet wird.
Anton? Nein, ich hab nix. Hast du nix? Gut. Yamato? Ich auch nicht. Der nächste? Mike. Was denn? Was passiert? Fragen, Wünsche, Anträge. Gibt's Abmahnung für die, die sich nicht abgemeldet haben? Ich lese nur drei und wir sind ja mehr. Tatsächlich muss das die Leitungsebene entscheiden. Da habe ich nicht sonderlich viel Einfluss drauf. Es wird auf jeden Fall vermerkt werden. Und was da passieren wird oder daraus kommt, das entscheiden dann andere. Nö, sonst allgemein nichts. Also für das meiste kann das PD ja nichts dafür, gell? Und Nick? Wird unsere Struktur heute vorgestellt oder was sind denn heute für Tagesthemen auf unserer Agenda? Tatsächlich, das sind die Neugliederung, die steht auch gleich im hinteren Teil der Besprechung mit an, dass das alles vorgestellt wird und auch eröffnet wird den Kollegen gegenüber, wie sich das alles ändern wird. Freut mich. Ist auch heute auf der Agenda Peter Hunt? Tatsächlich habe ich da so, der Punkt selber ist so noch nicht bei mir aufgeschrieben worden in dem Sinne. Ich finde, für das Thema Peter Hunt sind wir tatsächlich auch ein paar wenige. Da würde ich mir echt eine höhere Manpower wünschen. Ja, da stimme ich zu. Weil ich glaube, bei der überschaulichen Anzahl von Teilnehmern, hier ist das Stimmrecht auch nicht unbedingt gegeben. Dann sollten wir das auf jeden Fall den Herrn mitteilen. Das will ich kurz einmal machen, dass wir es auf nächste Woche vertagen. Genau, dass wir vielleicht irgendwie nächste Woche nochmal irgendwie in der Woche vielleicht frühestmöglich mal so einen Termin finden, wo viele Leute da sind und auch die Leitungsebene da ist. Gut, solange da jetzt das Thema Peter Hunt gerade noch geklärt wird, würde ich sagen, wir gehen zum nächsten Tagespunkt über. Laufende Einsätze von dieser Woche. Ist diese Woche irgendwas Besonderes passiert? Irgendwas besonders gut, besonders schlecht? Irgendwas, was erwähnungswert ist? Die Herren? Meiner Seite nicht. Anton? Ich wusste auch nichts. Nö. Ich auch nicht. Gut, dann war ja auch eine recht überschaubare Woche und auch eine recht kurze Woche, beziehungsweise auch eine ruhige Woche, muss ich sagen. Das, was ich selber so mitgekriegt habe, war doch ein recht ruhiges Tagesgeschäft. Im Endeffekt sind das jetzt eigentlich schon alle Punkte von mir gewesen. Ich selber würde jetzt gerne dem Herrn Nick tatsächlich das Wort übergeben, dass er die neue Struktur des PDs einmal vorstellt. Und da mehr zu sagt. Ja, sehr genau. Da würde ich kurz mal vorne in den Rednerpult kommen. Gerne. Und dir auch Fragen dazu stellen. Weil soll ich das denn heute schon vorstellen? Auch mit der Webseite? Hat der Flug hier irgendwas geschickt? Tatsächlich noch gar nicht. Einfach nur so, wie die Struktur jetzt sein wird. Ich meine, offiziell ist es jetzt, ja. Also die Webseite tatsächlich ist ja dann mit der Organisation entsprechend hier eingetragen. Deswegen, als Flug hätte nichts dazu gesagt. Soll ich einmal nur erst mal Struktur vorstellen, das Organigramm? Ja, genau, einfach wie es ablaufen wird. Und okay. Kannst du mir für mich bei Flugi nachhaken, ob die Website dann auch veröffentlicht werden sollte? Ja, das werde ich direkt mal machen. Dann Entschuldigung auf jeden Fall für die kurze Unterbrechung. Der Herr von McBain kommt auch gleich. Ich werde Ihnen kurz einmal das neue Organigramm des LSPDs hier vorstellen. Alles Weitere fahren Sie gleich von Herrn McBain. Ich werde Ihnen einmal zur Visualisierung das Organigramm in Medien hochladen. Können Sie Ihren Tablet einmal öffnen und in Medien sehen Sie es einmal hinterlegt.
prinzipiell ändern sich in den oberen Strukturen sehr wenig. Unsere Dienstaufsicht behält immer das IAA auf jeden Fall inne. Unsere Leitungsebene besteht weiterhin vom Chief of Police bis zu dem Commander und alle Zwischenränge. Was sich neu auf jeden Fall etabliert hat, sind jetzt 4 Abteilungen, die sich herauskristallisiert haben. Der tatsächlich einmal das Office of Operations. Eben gerade haben sie auch den Herrn vorgestellt, wer zuständig ist, der Smith. Also da gliedert sich einmal in den Patrol Service, also einen regulären Streifendienst. Und gegebenenfalls, das muss der Herr Smith entscheiden, Highway Patrol. Als zweiten großen Ast hat sich einmal das Office of Special Operations herausgegliedert. Das wird von 2 Commandern meines Wissens weit geleitet. Einmal dem Herr Laurent, genauso dem Herr Haschbuller mit unterschiedlichen Funktionen. Der Herr Laurent ist einmal für die Special Operations Detective Bureau zuständig, sprich für die Detektivarbeit. Und einmal der Herr Haschbuller soll soweit die Special Operations, das WOTS leiten und seine Tätigkeitsfelder. Dann gibt es noch 2 weitere Dinge. Das ist einmal das Office of Training Education. Das ist die Ausbildungsabteilung, die hat nochmal einen komplett eigenen Sektor offiziell bekommen. Da wird der McBain auch eigentlich zu sagen. Und es gibt nochmal das Office of Administration, / of Personnel. Das kümmert sich um alle Personalangelegenheiten. Da wird der McBain später auch noch etwas zu sagen. Das sind erstmal ein Grundgerüst, das ist relativ kleines Organigramm hier. Und soll einfach nur die Hauptthemengebiete des LSPD Mission Roles aufzeigen. Hat jemand dazu irgendwelche Fragen oder Anmerkungen? Negativ. Okay. Ja, falls ihr auf jeden Fall Fragen zu habt, ihr könnt jeden aus der Befehlsebene oder Leitungsebene das zu ansprechen, nachfragen oder nachhaken, was es auf jeden Fall mit auf sich hat. Die müssten soweit unterrichtet sein. Ja, das war damit zur Vorstellung des Organigramms. Ich übergebe dir meinem Kollegen den Herrn Smith. Gut, Jan, das war einmal ein grober Einblick in die neue Struktur, die hier reingebracht und umgesetzt wird. Im Großen und Ganzen wird sich, was die Patrol Unit angeht, nicht sonderlich viel ändern in dem Sinne. Es ist ja eigentlich soweit alles geklärt, auch was die Ausbildung angeht, geht das ja alles ja weiter seinen Gang. Und der Herr, so wie ich das erfahren habe, gerade tatsächlich wird der Herr McBain auch noch gleich aufschlagen und wird auch noch näher auf das Thema eingehen, wie die Strukturen sind und auch tatsächlich da war ich gerade ein bisschen irritiert. Im Großen und Ganzen sind eigentlich die Punkte, die mir aufgeschrieben wurden, die hier zur Klärung lagen, abgearbeitet. Was jetzt diese Besprechung angeht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal, bis der Herr McBain da ist, in den gemütlichen Teil über und essen vielleicht noch ein bisschen was hier im Pausenraum und würden dann fortsetzen mit der Besprechung, wenn der Chief da ist und in diesem Sinne würde ich sagen, das war's. Oder hast du noch was, Laurent? Nicht. Warten, bis der Chief da ist und dann werde ich was das Detektivbüro betrifft, was erwähnen. Falls es man hört nichts. Aber. Mike, alles in Ordnung bei dir? Ja, man hört nichts. Ja, die besprechen sich. Achso. Ich dachte, der Rede. Ja, gut. Ich hätte jetzt nichts. Würde ich sagen, wir machen jetzt mal eine kurze Pause und legen dann wieder los, wenn der Chief da ist. Meiners, ich gebe eine Runde Donuts aus. Viel Spaß. Ich schlage vor, dass du die Besprechungen machst. Wieso?
Warum? Die machst du sehr gut. Ja, ich habe tatsächlich zwei Jobtechnisch da bin ich sehr geübt da drin, muss ich ehrlich sagen. Ah, ja, das merk. Das ist schön, schön. Okay, das war die Toilette und nicht der Besprechungsraum. Auch organisatorischer Fehler. Anton. Anton, bist du da? Komm, Anton hat keinen Bock. Ostrolek. Ja, irgendwie wartet jetzt alles auf den Chef hier. Mal sehen. Tables, ah, da ist er. Moin. Bist du zu spät? 18 Minuten. Ja. Länger habe ich nicht ausgehalten. Geil. Geil. Ja, was geht, Kinders? Gar nichts, zur Dose. Ach Mensch. Was macht ihr hier? Auf dich warten. Oha, ihr habt jetzt wirklich gewartet? Ja, ihr seid ja sweet. Na, die Punkte sind alle abgearbeitet tatsächlich. Die Punkte sind alle abgearbeitet. Ja, die du mir aufgeschrieben hast. Die haben nur einen Teil besprochen. Der Rest kommt von dir.
Welcher Teil kommt von mir? Was habt ihr besprochen, Jungs? Gliederung der Units. Frag deine Leute. All die Punkte, die du uns zugesendet hast. Das Organigramm ist ausgehändigt worden quasi von den neuen Units. Nick hatte dazu auch nochmal ein bisschen was erläutert. Aber das detailreiche... Und welche Punkte von denen, die ich dir geschickt habe, Jim, sind jetzt noch nicht besprochen? Alle. Alle sind besprochen. Alle sind besprochen. Jawohl. Ja, denn muss ja von mir jetzt gar nichts gemacht werden. Oh, wow. Ja, irgendwie sagte Nick irgendwie, dass du da noch was zu sagst. Nick, komm mal wieder ran hier. Zu der Umgliederung. Gibt uns mal einen Moment kurz, weil ich muss erstmal aufgeklärt werden. Chillt mal. Nichts Neues. So, was muss ich jetzt noch sagen? Vorgestellt, aber nicht die Webseite. Ah, die Webseite. Okay, alles klärchenbärchen. Das kriegen wir doch alles hin. So, Manners. Ich habe keinen Akku. Sehr cool. No problemo, Supremo. Kriegen wir alles hin. Bum, 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 bum. Ein cooles Emote für eine Webseite. Einfach ein Paper. Bevor es Mastag Bescheid, weil ich nehme heute die Besprechung auf, damit die anderen Kollegen das dann einfach sich anschauen können. Alles gut, dann machen wir Folgendes. Ist der letzte Link, den ich von dir bekommen habe, Nick, die aktuelle Webseite, alles passt? Ja, passt soweit alles. Sehr schön, sehr schön. So, Jungs, dann werdet ihr jetzt gleich... Einen Moment, fangen wir mal neu an, jetzt. Alles gut. So, Manners, wir haben tatsächlich in Kooperation mit dem Herrn Nick von McWolf eine Webseite erstellt. Dort findet ihr verschiedenste Abteilungen und Rubriken, die uns, sage ich mal, im bestmöglichen Stil beschreiben. Ja, diese könnt ihr gleichzeitig nutzen zum Nachschlagen von Dingen, aber auch für anderes Zeug, was ihr so braucht. So, ich werde diesen Link jetzt einmal, den wir da haben, erstmal ganz provisorisch in unseren Verteiler schicken. Dort könnt ihr einmal raufgehen, das wird aber noch in eine eigene Rubrik unterteilt und alles mögliche und schön designt. Und wenn ihr da drauf seid, dann könnt ihr mir alle einmal Bescheid geben. Bin drauf. Ich bin Japaner und bin auch drauf. Sehr schön. Ich bin auch drauf. Jim? Ich bin auch drauf, ja. Sehr schön. Laurent? Ich bin auch, ja. Sehr schön. Ostrolek. Jo. Bist du drauf? Jo. Sehr schön. Magic. Ja. Passt. Japaner ist auch drauf. Also, das heißt, ihr seid gerade auf der Startseite. Richtig? Jawohl. Ja. Genau. Im Prinzip, da kommen noch ein paar andere Bilder, aber das kriegen wir dann hin. Gehen wir gleich mal zum Punkt Organisation. Dort habt ihr schon das euch vorgestellte Konzept und Organigramm, was ihr schon vorgestellt bekommen habt, seht ihr dort jetzt. Gab es dazu schon irgendwelche Fragen oder gab es Unklarheiten? Ich denke nicht, oder? Nö. Nein, cool. Ja, dann fangen wir gleich mal mit dem an. Die Dienstaufsicht wird natürlich durch das IAA gebildet. Und dort werdet ihr auch zukünftig immer mit Namen sehen, wer da ist. Sprich, wenn ihr jemanden in der Business-App seht, dessen Name ihr nicht kennt, guckt einfach da rein. Und dann seht ihr gleichzeitig alles, was ihr über den Herrn oder die Person wissen müsst. Dann müsst ihr nicht gleich im Verteiler gucken, dies, das. Und könnt einfach mit der Webseite arbeiten. Ja. Dann die Leitungsebene wird sich jetzt von nun an aus 8 beziehungsweise zukünftig aus 7 Personen bilden. Und die Änderung kommt dann noch, aber
Es geht einfach darum, dass wir mit dem neuen Konzept eine umfangreichere Arbeitsverteilung erreichen wollen. Ihr habt heute schon gesehen, dass der Herr Smith zu meiner Linken der Commander of Patrol ist. Was im Endeffekt bedeutet, was den Patrol Service angeht, ist er die höchste Instanz. Ne? Das bedeutet nicht, dass er irgendwelche Entscheidungen, was die Detective oder die SWAT Unit betrifft, mit eingebunden wird. Ebenso Laurent. Ebenso im zukünftigen Verlauf denn Hasbulla, was der in Commander of SWAT bilden wird. Ja? Diese Personen, diese drei Personen, werden nicht nur uns in der Leitungsebene unterstützen, sondern auch ihren essentiellen Beitrag dazu leisten, ihre Unit voranzubringen. Ja? Und wenn es Probleme, die die Unit betrifft, gibt, dann kann man auch zu diesen Personen gehen. Natürlich bin ich für Gespräche offen und ihr könnt immer zu mir kommen, wenn ihr ein Problem habt. Das wisst ihr, das nutzen auch sehr, sehr alle. Hä, woher kam der denn jetzt? Das gibt's ja nicht. Alles klar, da muss ich mich mal kurz abreagieren, aber das passt schon so. Du Spaghettfresser. Natürlich, gib Ruhe jetzt da hinten. Okay. So, natürlich könnt ihr immer noch zu mir kommen. Aber ich würde mir wünschen, wenn diese Ränge nicht einfach nur, dass sie nicht nur der Name, sondern auch die Ansprechpartner, was das angeht, geändert haben. Umfangreich seht ihr an sich unsere Organisation, wie wir etwas organisieren, wer in welcher Unit Mitglied ist und wer sie leitet. Das bedeutet genauso, dass wenn es ein SWAT-Einsatz ist, das ist jetzt ein blödes Beispiel. Aber gar nicht mal schlecht. Gehen wir jetzt Punkt auf, es ist ein SWAT-Ding. Eine SWAT-Entscheidung, dann hat ein Butcher genauso viel für mich zu sagen wie ich. Klar kann ich die Chefkarte spielen und kann sagen, hey, hör mal zu. So läuft das nicht und ich lege das jetzt fest, mache ich aber nicht. Ich möchte den Personen mehr Verantwortung übergeben und möchte so erreichen, dass wir als LSPD eine Vielseitigkeit aufbauen, dass wir nicht ein eingefahrenes Denken haben, was eine oder zwei Personen durchsetzen, sondern dass wir durch verschiedenste Einblicke ein Bild erreichen und ein LSPD schaffen können, was aus der Sicht von vielen optimal läuft. Ja? So, an sich erklärt sich die Organisation eigentlich recht simpel oder gibt es hierzu Fragen? Ja, Japaner. Ich bin Japaner. Also ich habe jetzt mal eine Frage, ne? Ich bin ja beim SWAT, ne? Richtig. Bin ich dann SWAT-Unit oder bin ich dann, wenn kein SWATler ist, dann Patrol-Unit? Gut, tatsächlich sehr, sehr gute Frage. Sofern du keinen SWAT-Einsatz hast, gehörst du zum Dienst des Patrol-Unit. Aber wie? Ja. Ist natürlich ein SWAT-Einsatz. Ändert sich die Befugnis, an welche Personen die höchste Instanz ist, natürlich, ne? Wenn ich jetzt nicht da bin, gehen wir vom Punkt an. Nein. In dem Fall ein schlechtes Beispiel. Nein, gut. Ich, Jax, Teller sind alle nicht da. Ja? Und Jim und Hasbulla sind da. So. Jetzt ist der Streifendienst. Wer ist der ganz normale Streifendienst. Wer ist für dich die höchste Instanz? Der dich Patrol Unit. Jim. So. Jetzt findet der Staatsbankraub statt. Ja, die Patrol Unit. Also Jim, Commander of Patrol. Ja. Jetzt findet ein Staatsbankraub statt. Ohne, dass da irgendwie groß geredet wird, wer ist jetzt für dich denn der Höchstrangige? Ja, trotzdem. Nein, Hasbulla. Und auch wenn er in dem Moment nicht da ist? Nein, wir reden ja davon, dass nur in dem Moment Jax, Teller und ich nicht da sind. Und Jim und Hasbulla sind da. Ja, das ist klar. Dann ist Hasbulla für dich in dem Moment der Höchstrangigste. Weißt du? Ja. So ändert sich, was ich nämlich schon von Anfang an schaffen wollte, ein Rang. Dass Laurent jetzt zum Beispiel Commander ist. Das heißt, dass er Commander in seiner Unit ist. Er hat, was seine Unit angeht, die höchste Befehlsgewalt. Das bedeutet nicht, dass das übergreifend ist. Ja? Wie das Ganze noch geregelt wird, wo wir sagen, ja, vielleicht erkläre ich deine Frage gleich im Laufe des Gesprächs, aber merk sie dir. Wie wir das regeln, als was zum Beispiel Laurent gilt, während er in der Patrol-Unit tätig ist. Das arbeiten wir noch aus. Das werden wir anhand von
Learning by Doing machen und werden sagen, okay, es ergibt sich, dass der Commander of Detective innerhalb der Patrol Unit die und die Stelle bezieht. Ja, dass es nicht einfach heißt, ja, ich bin Commander und ich bin eh über dir, wenn zum Beispiel ein Ladenraub ist, weißt du? Wo die Detectives gar nichts zu suchen haben. Das arbeiten wir noch aus. Aber da wird es auch noch Änderungen geben und da werden wir euch auch zeitnah informieren. Hast du eine Frage? Ja. Ja. Du meintest ja, jede Unit muss sich quasi aufbauen. Also jeder muss irgendwie seine Unit auf den richtigen Weg finden oder so, keine Ahnung, ausführen irgendwas. Aber ich bin ja beispielsweise SWAT-Unit, ne? Wie du ja meintest. Ja. Wie soll ich meine SWAT-Unit weitermachen, wenn ich die ganze Zeit beispielsweise, es wird ja nicht immer ein SWAT-Einsatz reinkommen, weißt du, wie ja, ich meine? Ja. Und dann bin ich ja immer nur in dieser Patrol-Unit. Ja, das ist richtig. Ja. Aber bist du, sag ich mal, in deinem Handeln und Tun eingeschränkt, dass du dich nur für eins einsetzen kannst? Oder dass du nur eine Unit weiterbringen kannst? Nein, das nicht, aber dadurch wird ja die eine Unit benachteiligt. Wenn du dein Handeln so wählst, dass du mit deinem Handeln selber eine Unit bevorzugst oder vernachlässigst, dann hast du das falsche Handeln gewählt. Du musst einen Weg finden, in dem du deine Unit voranbringst, ohne eine andere Unit und deinem Kollegium zu schaden. Okay. Ja? Jawohl. Das ist der Punkt. Das ist ja zum Beispiel der... Das ist nun mal, wie ein Kollegium funktioniert. Ja. Ja. Gut. Weitere Fragen? Ich glaube nicht. Okay. Gut. Dann gehen wir weiter im Kontext mit der Webseite. Mitarbeiterliste versucht McWolf stets aufrechtzuerhalten. Ja, das ist eine einfache. Ihr habt dort die Mitarbeiterliste des IAAs, sprich da die ganzen Namen. Unsere Mitarbeiterliste nach und nach, alle aufgezählt, dies, das, mit den Rängen. Die versuchen wir stetig aktuell zu halten, dass das einsehbar ist. Und natürlich auch zu füllen. Ne? Das bleibt jetzt. Wir kriegen übrigens einen alten Neuzugang wieder, ja, der war schon damals da, war auch in der Office, war auch damals Officer 1, hat aber leider aufgrund von familiären Problemen musste er den Dienst erstmal beenden. Aber wir kriegen einen neuen motivierten alten Kollegen, den Lukas Zimmermann. Falls euch der was sagt. Name sagt mir was, aber keine Ahnung. Richtig, ist schon mal in der Business App aufgetaucht. So. Die nächste Änderung wird sein, an die ich mich diese Woche sehr speziell mache, ist, wir werden anfangen, was ihr schon auf der Webseite seht, Auszeichnungen einzuführen. Sprich, für besondere Leistungen, für an sich Einsätze oder ähnliches. Wenn jemand auffällig war und das positiv, dann werden wir ihm dafür Abzeichen und Auszeichnungen verleihen. Das möchten wir dafür nutzen, dass zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel einen Trainee haben, wir nehmen jetzt mal Lenny als Beispiel, ne? Der ist jetzt neu da und der guckt so im Verteiler, der möchte so jemanden kennenlernen, der ist zum Beispiel unterwegs mit Anton. Überprüft ihn so ein bisschen im Verteiler, wer ist Anton, was ist sein Rang, was macht er, wie lange ist der, wo ist der tätig? Und sieht dann, boah, Anton hat eine Police Medal bekommen, hat da noch eine Auszeichnung bekommen. Bei dem scheine ich mir was abzugucken, wisst ihr? Das zeigt einfach nur, dass wir euer Verhalten, wenn ihr was Gutes macht, ehren, dass wir das wertschätzen. Dazu wird natürlich nicht nur kommen, dass ihr irgendein kleinen Abzeichen im Verteiler hat, sondern das wird natürlich mit einigem anderen noch belohnt werden. Das zeigt aber, dass wir aktiv sind, dass wir uns um unsere Mitarbeiter kümmern. Und das zeigt auch, dass Leute, sag ich mal, man sieht Progress dann da, man sieht Erfahrenheit, man sieht vieles an sowas. Man kann sehr, sehr viel daran ableiten. Und das werde ich jetzt mich diese Woche drum kümmern, dass wir sowas halt einfügen.
Vielleicht haben wir viel, demnächst ein paar Abzeichen zu verteilen. Ja, ja, Matto. Gab's das mit den Abzeichen nicht schon damals irgendwie? Aber ich glaube, das wird nicht umgesetzt oder sowas, oder? Tatsächlich seit der Zeit, seit das LSP, SD aufgelöst wurde und das LSPD entstand, gab es das meines Wissens nach nicht. Es kann sein, dass es das zu früheren Zeiten gab. Dazu kann ich mich nicht äußern. Alles klar. Ja, aber wir möchten das einfach als Zeichen, um euch auch zu zeigen, wir wertschätzen eure Arbeit, möchten wir euch das zurückgeben. Einfach dankbar für die Dienste. Genau, genau. Und natürlich, wie gesagt, es wird nicht nur bei dem Abzeichen im Verteiler bleiben. Das sage ich halt gleich, ne? Ja. Dann seht ihr den Reiter Office of Education and Training. Das bedeutet im Endeffekt, dass ihr ganz einfach seht, ich habe den und den Rang oder jemand hat den und den Rang und das sollte er an Ausbildungen absolviert haben. Ja. Dort, was das angeht, was die ganze Planung und Darstellung angeht, finde ich, kann Nick mehr dazu sagen und Besseres zu sagen, als ich es gerade mit meinen Worten kann. Ja, in dem Sektor Office of Education and Training unternehmt ihr einmal, wie schon zu Anfangs erwähnt, den Stundenplan. Tatsächlich ist im Stundenplan die gerade Trainee bis Sergeant 1 aktuell Ausbildungen geplant, die grundlegend für den Officer-Dienst sind. Moin Conker, grüß dich. Kürzel tatsächlich sind auch nochmal rechts markiert oder unten. Dort wird auch ich habe gerade die ganze Zeit deinen Stream verfolgt. Dargestellt, weil und, die Webseite nicht nur für uns zugänglich ist, auch für die Allgemeinheit, sodass man immer entnehmen kann, dass auch aktiv Ausbildungen umgesetzt werden, wie sie aktuell bei uns im Code of Conduct stehen. Unten tatsächlich sind die einzelnen Dienstgrade nochmal für euch aufgelistet, was dieser tatsächlich seine Tätigkeit hier im LSPD wahrnimmt und was für Ausbildungen dort meistens mit dabei sind. Und wir gehen einmal runter bis zum Sergeant 1. Und dann könnt ihr auch die einzelnen Dienstgrade immer mit euch anschauen. Natürlich sind nicht alle Ausbildungen zu 100% verpflichtend. Das sind einige optional dabei. Aber es könnte ja, da habe ich tatsächlich telefoniert, muss ich sagen. Das war es soweit meinerseits. Und, aber ich habe den Stream die ganze Zeit aufgehört. Personen, was die Ausbildungen angeht, ich sehe, dass es noch nicht passiert, aber das wird gleich passieren. Und aktiv auch geschaut, muss ich sagen. Nick von McWolf die oberste Instanz werden. Er wird der Commander of Training and Education sein und wird die höchste Instanz in der Ausbildungsabteilung sein. Ja? Ja, das hoffe ich doch. Zudem. Also, wir haben 4 neue Commander. Wir haben die Leitungsebene, diese werden natürlich in die Leitungsebene eintreten. Das ist mir geil. Die jeweiligen Fragen hinzugezogen werden. Aber wir haben jetzt eine Leitungsebene, die sich aus 7 Personen zusammensetzt. In diesem Punkte hoffe ich, dass das Konzept, was wir seit ja, Wochen wirklich, haben, aber ich habe leider keine Switch. So und ich bin auch ein bisschen geizig, mir jetzt extra speziell eine Switch zu kaufen. Ein Konzept schaffen, was für jetzt und für hoffentlich für mich jedenfalls immer eine positive Zukunft auf jeden Fall unsere Kapazitäten standhält. Ne? Dass das alles, dass wir das nicht verändern müssen. Gehen wir vom optimalsten Fall aus und wir... Hat sich nämlich einiges geändert hier. Es kommt eine Reihe an Bürgern, die reist hier ein, was auch immer. Dass wir dann dieses PD mit diesem Konzept... Ich weiß gar nicht, was kostet das jetzt mittlerweile? 60 Euro doch bestimmt, oder? Könnten. Wunschvorstellung, ich weiß, aber ich bin krampfhafter Optimist. Und wie Leroy das immer so schön sagt, einer der wichtigsten Mottos für mich, Geduld. Geduld zahlt sich aus. Müsste ich erstmal eine Capture-Card und alles noch holen, weißt du? Bis hierhin noch weitere Fragen. Aber ich fand den ersten Teil schon geil, muss ich ehrlich sagen. Also habe ich ganz viele Let's Plays geguckt und ich bin auch so ein Typ, der sich die ganzen, wie nennt sich das noch, Cutscenes anguckt. Da gibt es ja diese Cutscene-Filme quasi auf YouTube. Bin ich absoluter Fan von. Solltet ihr Dienstbeschwerden haben,
Oder ähnliches. Findet ihr unter dem Punkt Contact auf jeden Fall ein Formular, was ihr ausfüllen könnt. Das landet dann einmal bei mir straight up in meinem Briefkasten. Und es wäre aber schön zukünftig, wenn ihr eine Dienstbeschwerde habt, wenn ihr mich darauf hinweist, hör mal zu, da ist eine Beschwerde. Weil auch der Floki vergisst mal in seine E-Mails zu gucken. Ja, das kommt vor. Aber insofern könnt ihr das ebenfalls nutzen. Natürlich bedeutet das nicht, dass ich jetzt, wenn ihr mit einer Beschwerde ankommt, ich sage, ja, nee, füll mal das Formular aus, davor kannst du nicht mit mir reden. Ich würde mich aber sehr, sehr freuen, und auch der Nick, der das eingerichtet hat, würde sich sehr, sehr freuen, wenn ihr diese Möglichkeit nutzt. Ich bin nicht immer da. Ein Hochrangiger ist nicht immer da. Dann passiert irgendwas, nutzt das. Ja? Ich würde mich freuen. So. Jetzt haben wir den Punkt abgearbeitet. Jetzt würde ich gerne einmal, und da ist mir egal, wie wortgewandt oder redebereit ihr seid, ich würde jetzt einmal, dass jeder zu dieser Seite, zu dem Aufbau der Seite, bis auf Nick McWolf ein Feedback dazu gibt, wie er das findet, was da eingerichtet wurde. Angefangen bei Laurent. Gut, was die Seite betrifft, habe ich nichts. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kenne das. Ausgesprochen, also generell grundsätzlich vom gesamten Konzept, da finde ich einfach eine 10 von 10. Die Seite auch vom Design her sehr angenehm. Farbton passt für mich. Es ist auf jeden Fall alles sehr übersichtlich und sehr deutlich. Also wirklich, man kann einfach anhand der Website alles genau und gut durchsehen, wie das hier bei uns aussieht. Also finde ich wirklich eine sehr, sehr schöne Idee, wurde auch wirklich schön durchgesetzt. Also man kann nur von, also ich kann nur vom Positiven sprechen, was die Seite betrifft. Also ein dickes Lob an Nick, hast du wirklich also wunderbar gemacht. Das ist einfach eine 10 von 10, die Seite. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Gut. Weiteres? Ich hätte nichts mehr. Wie gesagt, also ich bin beeindruckt von der Seite. Mir ist auch jetzt wirklich nichts Negatives oder irgendwie etwas aufgefallen, was man ändern könnte. Also für mich passt alles soweit. Okay. Jim. Ich kann mich da Laurent nur anschließen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin total begeistert. Ich wusste auch vorher nichts von dieser Website und bin auch total überrascht und auch erfreut, dass Nick sich die Mühe gemacht hat und hat sowas Geniales gebaut, auch wo tatsächlich die ganze Gliederung und alles Mögliche auch richtig schön dargestellt ist. Wo auch jeder Außenstehende tatsächlich auch einen kleinen Einblick kriegt in unsere Arbeit, auch in unsere Struktur. Und wie gesagt, ich bin, wenn ich jetzt auf gut Deutsch reden soll, geflasht davon. Also wirklich ganz, ganz großen Respekt dafür. Das ist echt, ich weiß selber, wie viel Arbeit da drin steckt und sowas, und bin super begeistert. Alles klar. Ostrolek. Klar, deutlich, gut gegliedert, perfekt. Das war kurz und knapp. Sehr schön. Japaner. Also ich finde die Seite tatsächlich sehr gut. Ich weiß nicht, ob der Nick sich damit auskennt oder so, aber ich denke, das ist eine Menge Arbeit gewesen vielleicht. Vielleicht hat er auch, weiß ich nicht, lange dafür gesessen, aber natürlich, wenn er das kann, dann ist das für ihn kein Problem. Aber sonst, die Seite ist sehr deutlich und man hat keine Probleme. Echt wahr? Aus Japan? Ich bin stolz, dass wir endlich eine Seite haben, wo das ein bisschen übersichtlicher ist, und ja, bin zufrieden. Freut mich. Ich gebe das Wort weiter an Mike. Jo. Einerseits finde ich das sehr gut gemacht. Also sieht auch gut aus und ist auch ein bisschen übersichtlich. Nur ich stelle mir immer die Frage,
wer guckt sich das an? Ob man nicht vielleicht im D-Funk sowas eingeführt hätte, dass man da einzelne, ich sag mal, Fächer gemacht hätte, wo man das alles vernünftig mit vernünftigen Seiten reingemacht hätte. Verstehe ich. Weil nicht jeder guckt sich so eine Webseite an, die gucken alle eher in D-Funk rein. Und da hätte man vielleicht so eine kleine, ja, was sind wir etc. Reinmachen können. Okay, lass mich dir nur ein Gegenbeispiel geben, was eine persönliche Erfahrung ist, ne? Mhm. Wenn ich was im, sag ich mal, bei uns nachgucke, ich sitze im Büro und schaue auf meinen Computer, ja, und schaue was nach, was bei uns, dann kommt mir das unheimlich oft vor, dass ich die ganze Zeit zwischen verschiedenen Punkten im D-Funk springen muss. Sei es, dass ich eine Auflistung habe von Mitarbeitern in irgendeinem Channel, die ich aber da nicht habe, dann muss ich die ganze Zeit zum Beispiel von einem Channel, wo jeder Mitarbeiter gelistet ist, springen zu einem Channel, wo nur ein paar gelistet sind, dies, das. Und da finde ich so eine Webseite unheimlich hilfreich, weil sie alles wissen, was man über unser LSPD braucht, auf einer einzigen Seite in vier verschiedenen Kategorien durchgucken kann. Und das ist alles, es erklärt sich. Du kannst, wenn jetzt ein, gib dir nur mal unseren D-Funk, ja? Du siehst einen Trainee, der sieht Ankündigung, dann sieht er danach Anweisung, dann sieht er Beschlüsse, da steht nichts drin. Ja, das ist viel zu viel. Genau, es ist viel zu viel. Was aber leider eine obligatorische Sache ist. Ja. Wenn du jetzt aber sagst, hey, hör mal zu, das Wichtigste, was du brauchst, fasse ich einmal zusammen und mit einem einzigen Klick kommst du dahin, dann landest du auf der Webseite. Und da muss ich jetzt auch nochmal von allen aussprechen, Nick, was du an den Tag legst, an Engagement, an Engagement an sich dafür, das LSPD weiterzubringen, unsere Arbeit leichter zu machen, aber auch innovativer zu gestalten, das ist für viele nicht vergleichbar. Du bringst ein weit, weit, weit überdurchschnittliches Maß an Hingabe, Liebe, Zeit und eben Engagement mit, wo sich viele von dir eine Scheibe abschneiden können. Und ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Ja, interessant auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank von dem Kollegium für die auch schönen, schönen Worte. Hm. Vielen, vielen Dank. Danke an jeden Einzelnen. Ja. Weiteres, was ihr dazu sagen würdet? Oder wollt ihr zu was anderem sagen? Jungs, mir ist in der letzten Zeit einfach mal jetzt, also ich möchte jetzt mal nicht als Chief hier reden, sondern als Fluki. Mir ist in der letzten Zeit aufgefallen, dass ich um mich rum einen irrsinnigen kleinen Kreis habe, an dem ich 100% weiß, auf den kann ich mich verlassen. Ja? Und jeder, der in dieser wirklich beispiellosen und härtesten Zeit hier immer noch mitsteht, sich das Ganze hier gibt und Tag für Tag sich dafür einsetzt, dass das hier am Leben gehalten wird, das zeigt mir in allen Punkten, dass ich jedem Einzelnen von euch bedingungslos und grenzenlos vertrauen kann. Weil ihr dafür mit mir dafür sorgt, dass wir das hier überhaupt machen können. Nur wegen euch, wegen Jim, wegen Anton, wegen Yamato, wegen Mike, wegen Nick und wegen Lukas, wegen solchen Leuten gebt ihr mir die Motivation, jeden Tag sagen zu können, hey, ich hab Bock. Ihr seid jeden Tag meine Motivation. Dafür danke ich euch. Und aus diesem Grund will ich euch immer wieder was zurückgeben. Und ich versuche es euch was zurückzugeben. Ja? Gelingt mir nicht immer. Dann passt hier mal was nicht, dann passt da mal was nicht. Das ist alles. Die Kritik kann ich ab. Ist gar kein Problem. Solange ihr eure Wünsche, eure Anliegen, eure Sorgen, eure Kritik, eure Probleme, solange sie mit mir teilt. Dankeschön dafür. Wirklich, an alle. Gut, reicht, 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 Kinders, reicht. So.
Auch aus dem Grund, sage ich euch ehrlich, dass wenn ihr euch gleich alle einmal bei mir im Chief-Büro einen kleinen Bonus abholen. Ich danke euch wirklich dafür. Den zahle ich auch aus meiner eigenen Tasche mit Liebe an jeden von euch. Weil das, was ihr leistet, ist in keinem einzigen Punkt selbstverständlich. Das ist nirgendswo. Keiner hat das Recht, mehr von euch zu erwarten. Und keiner hat euch das Recht, zu in eurer Arbeit, sag ich mal, in eurer Hingabe. Entschuldigung, jeder macht Fehler. Jeder. Aber keiner hat das Recht, in euch in eurer Hingabe und in eurem Durchhaltungsvermögen zu kritisieren. Und ein jeder, der das tut, der kriegt es mit mir zu tun. So. So viel von mir. Alles klar. Ich hoffe, du bleibst der letzte Chief, den ich hier miterlebe, ne? Also ich habe schon 3 Chiefs mitgemacht. Also ich sag dir ehrlich, ich habe das als Commander gesagt, ich habe es als Deputy gesagt, ich habe es als Assistant Chief gesagt und ich sage es auch als Chief. Ich werde hier mit den Füßen voraus rausgetragen. Die kriegen mich hier nicht raus. Ja, dafür stecke ich viel zu viel Hingabe da rein. Das werde ich als Commissioner nachher berücksichtigen, auf jeden Fall. Ach ja, stimmt, was ich anmerken wollte. Bei ihm, der Linkscard passt nicht. Bei ihm steht Commander statt Commissioner, ne? Ja. Nein, Spaß beiseite. Was sagt der Litecoin? Der Litecoin, oh, ich habe 0% Jugend, sagt man. Achso, nee, warte mal, ich habe meine Insider vorhin gecheckt. Litecoin müsste bei 82 sein. Oh, echt jetzt? Wieder kaufen. Kaufen. Oha! Gleich mal 100.000 investieren. Ja. Jungs, gibt dem Litecoin noch eine Woche, anderthalb, vielleicht 2 Wochen. Jetzt weiß ich, wo du es eigentlich mit der Geduld gelernt hast. Wenn ich 200.000 investiert habe, das tut dann irgendwann weh, ne? Jetzt weiß ich, von wo du es mit der Geduld gelernt hast. Du bist der Aktienhändler, richtig. Ja, genau. Jetzt gibt das ganz den Sinn. Richtig. Der Aktienhändler. So ist es nämlich. Handyladen schüttelt gut aus. Ah, apropos Handyladen, wir brauchen Powerbanks bei uns noch. Das habe ich tatsächlich auch schon angesprochen. Das ist auch schon ein Thema, sage ich mal, bei uns. Sehr gut. Das ist mir immer mal wieder aufgefallen. Apropos eine Powerbank, hat jemand eine dabei? Kannst du bei mir kaufen? Ja, das weiß ich, aber hast du eine dabei? Brauche ich mal gleich 100 Stück holen oder was? Hast du eine dabei? Nein. Der schlechte Handyladenverkäufer, was soll denn das? Besitzer, der Verkäufer sitzt links neben dir, steht neben dir. Jawohl. Ach, hast du einen Zweitjob? Bezahle ich dich so schlecht? Ja, ich bin tatsächlich, habe ich die Chance genutzt und als ich von Ostrolec das Angebot gekriegt habe, mit zu investieren, habe ich nicht lange überlegt, da habe ich direkt zugeschlagen. Oh, hallo. Was ist das denn? Wer schreit denn? Es gibt danach noch eine kleine Dividende, Herr Smith, ne? Hallo. Herr Ostrolec, ich freue mich da jede Woche auf dieses Gespräch. Hallo. Jungs. Wird schon wieder jemand vergessen hier? Nee, ich glaube nicht. War's mit der Besprechung? Ja, das war's mit der Besprechung. Wir schauen uns jetzt mal an, was da los ist. Gibt's keine Rank-Ups oder was? Mann. Einfach keine Rank-Ups. Ich muss gleich boxen, wenn was losgeht. Ich hab keine Waffe. Treppenhaus. Mike, zieh dich an. Geht los. Bin noch angezogen. Nee, du hast Privatklamotten an. Ja, so, hast du keine Waffe? Ja, nö. Deine Glückszahl? 16. Ich weiß noch nicht mal, wo der Ausrüstungspunkt hier ist. Unten, keine Ahnung, das weiß ich aber. Oh, wow. Der PD wurde voll gesprüht. Ich muss mir erstmal was anderes gleich anziehen. Ich mag diese Uniform nicht. Steht ja auch nicht. Jungs, ich geh mir mal eben schnell eine Powerbank bei Anton holen. Ne, die habe ich tatsächlich auch nur angezogen, weil das förmlich war heute.
Aber Anton, mit dir möchte ich gerne noch mal unter vier Augen sprechen. Ja, können wir machen. Tatsächlich habe ich mir da Gedanken gemacht. Können wir machen. Aber erstmal will ich mir was Bequemeres anziehen. Ja, mach das. Piep, 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 piep. Aber stehen bleiben, Herr Smith, Sie haben gepiept. Ne, das ist mein Intimpiercing. Achso. Ich habe da einen Amboss hängen. Nicht überhaupt in die? Conker, was ist nice? Ah, wir können hier wieder Die Werbung kaufen. Die hat ein bisschen was. Also ist jetzt mal. Steht auch richtig Commander drauf. Zu früh gefreut, kennen wir nicht. Aber für den Tagesdienst bevorzuge ich das T-Shirt. Aber mit der goldenen Marke unten. Achso, ich muss ja noch einmal. Hast du noch Bargeld? Ja, hab ich. Brauchst du? Ja. Wie viel? Ja, wenn du 20 Dollar hast, reicht das. Ach komm. Ne, ich brauch wirklich nur 20. Ich muss noch ein bisschen Munition haben. Ich danke dir. Ja, nochmal in diesem Sinne, falls hier jemand von Ranzbude hier im Stream drin ist, tausend Dank für die Ranzcoins, muss ich sagen. Also ich weiß das wirklich zu schätzen. Und nehme das dankend an und werde weiterhin ein treuer Spieler sein. Und für jeden, der das nicht mitgekriegt hat, ist das Team von Ranzbude hat als Dankeschön 34 und 15 für 26 für die Treue tatsächlich 100 Ranzcoins springen lassen. 34 hört. Besprechungssaal einfinden, kommen. Naja, 10-4. Da haben sie mal 100 Ranzcoins locker gemacht. Auch mit involviert? Du kannst gerne zukommen, wenn du möchtest. Alles in Ordnung. Ach, ich verlaufe mich hier echt immer noch. Ja, ich melde mich wie ein Fohlen. Sehr gut. Ich warte, bis Lukas da ist. Kannst du das vergessen? Euch. Ey, Floki. Ey, Yamato. Man gibt Schwenkabs. Nächste Woche. Ja, auf jeden Fall. Ja. Achso, komm. Achso, nee, deine Zahlung willst du ja. Ja. Überhalte. Floki, du musst bei. Oh. Soll ich das mal hier machen? Ist passt schon. Bei Copnet und dem Verteiler noch die Ringe von Hashbuller, Jim, Laurent und mir anpassen. Im Verteiler und im Copnet. Bitte, Teller. Er hat die Ringe nicht erstellt. Ja, moin! Genau, Copnet kannst du einfach Commander geben. Was sich für euch noch tatsächlich geändert hat, ihr bekommt beide Zugriff auf die Personalliste. Ihr seid jetzt offiziell auch Leitung im Human Resource Management, Jim und Lukas, da ihr automatisch in Leitungsebene seid. Also Leitungsebene, automatischer Zugriff auf die Event. Dann brauche ich jemals von euch die E-Mail-Adresse. Ja, die verwendet. Lass ich dir zukommen. Ich habe tatsächlich nur einen Punkt in der Personalliste. Wäre das möglich, dass da steht, auch in der Business-App Commander Off Patrol? Aber es steht doch. Ach, du meinst das Off dahinter einfach nur, oder was? Ja, genau. Wir kriegen wir hin. Das liest sich irgendwie schöner. Das ist binnen 24 Stunden durch. Ja, sehr schön. Du bist auch Commander. Ja, richtig. Was bist du Commander auf was? Education. Was machst du, was ist da?
Normaler Streifendienst oder Ausbildung? Ausbildung. Da Teller die Eigentümerrechte hat, dauert es ein bisschen, bis er euch hinzufügt. Ich schicke ihn soweit einmal die Adressen. Aber ich erkläre euch schon mal dann die Mitarbeiterliste, okay? Folgende Person. So, ich habe von Jim noch keine. Yes. Hast du gekriegt? Oh, ich habe sie geschickt. Nick? Ja. Ja. Okay, jetzt. Ja. Commander of TNE oder Commander of Education ist kürzer. Commander of Education, ja? Ja, ist kürzer. Okay, weil dann ist das auch binnen 24 Stunden fertig. Okay. Vielen Dank. Warte, ich muss mir mal eine Liste machen von Dingen, die ich abzuarbeiten habe. Also, Commander of Education. Nick Rang. Auszeichnungen. Ja. Noch was ich vorhabe? Hast du Verteilerringe? Verteilerringe und Copnet. Also Copnet, ich habe schon Commander, schon ein bisschen länger im Copnet, aber ich brauche noch die anderen drei. Da komme ich ein paar Zusatzrechte Copnet mit hinzu. Die Officer Ringe hinzufügen und Officer löschen, Officer verwalten. Ja, okay. Noch was ich erledigen muss? Nee, sonst nicht. Das ja, andere habe ich schon. Jungs. Nick will das nicht hören, aber das ist mir jetzt egal. Ja. Mach ganz kurz. Nick macht ja so viel, was das Bürokratische angeht, ne? Ja, jawohl. Er ist ja, ohne ihn abzuwerten, eigentlich der beste Sekretär, den es gibt, oder? Ja. Das stimmt. Warte. Wäre Secretary Chief nicht eine krasse Bezeichnung für ihn? Ja. Nein, das wäre nicht fachgemäß. Machen wir einfach Education, dann passt das. Ist, Jungs, Secretary Chief. Ja. Das ist doch genau das. Schmeiß Deputy Chief raus, Secretary Chief, geh mal. Das ist doch genau das. Das ist Administration, Verwaltung hauptsächlich ist richtig. Naja, also der Punkt, den ich gebracht habe, wir sind damit alle einverstanden, was ist? Hört ihr die Säge? Da ist schon wieder jemand am Sägen am Stuhl. Da wird am Stuhl gesägt. Ja. Vom Deputy Chief. Glaubst du wirklich, dass Miller hier irgendwas jemals wieder tun wird? Alles gut, Jungs, das Miller-Problem oder das Miller-Ding, Problem nennen wir es ja, brauchen wir es ja nicht mehr nennen. Das Miller-Ding werden wir. Nee, alles gut, ich meine nur wegen dem Secretary Chief, ja, auf jeden Fall. Ja, gut, aber ich meine, Jackson ist auch Deputy Chief. Jackson ist Assistant. Ah, Entschuldigung, habe ich was verwechselt. Alles gut, wenn du Commissioner wirst, dann rutscht ja automatisch ab. Ja, genau. Ja, stimmt, da hat es dir. Was machst du da? Eine Säge, das hat Spaß. Ach, Mann. Na gut, dann fangen wir nämlich mal an, meine Kollegen. Ich werde es euch immer vorstellen und die wichtigsten Funktionen einmal erklären. Okay? Jawohl. Säge für einmal bei uns. Kannst auch gerne zukommen, Yamato, falls dich das interessiert. Natürlich. Ist da nichts los, was soll ich da machen? Vergiss, also ich, Moment. Du musst entsprechend, ich mach das kurz einmal, Leitungsebene noch hinzu, pack mal jeden einzelnen jetzt und Befehlsabend entfernen. Stimmt ja. Mach ich schon gerade für dich. Alles gut. Okay, dann mach du das. Wir machen das einfach together. Okay, du machst das. Haben wir es so, ich verstand, ist ja Befehlsebene mit drin? Nee, gut. Aber sehen wir Befehlsebenen-Channel dadurch noch? Ja, gut, richtig eingestellt. Perfekt. Dann einmal in Talk 1. Let's fetz, Jungs. Genau. Es gibt eine tolle Verwaltungsliste. Und da ihr offiziell jetzt, ich wiederhole mich noch ein bisschen, damit es auf jeden Fall klar ist, ihr seid jetzt Mitleitungsmitglied im Human Resource Management, schrägstrich Personal Management, schrägstrich Recruitment, das ist alles das Gleiche. Es ist Personalverwaltung. Da ihr
sehe gerade, da ist uns ein Fehler unterlaufen. Moment. Betrachtet es kurz einmal. Seht ihr es soweit? Flug gefehlt. Was macht sie durch, Jungs? Ich kenne den Scheiß. Achso. Ja. Sorry, es ist kein Scheiß. Du weißt, was ich meine. Das ist eine. So. Seht ihr es einer? Jawohl. Gut. Also. Laurent, du auch? Ja, ja. Dann fangen wir an. Gut, hier seht ihr entsprechend einmal bei Mitarbeiterliste unten unsere aktuellen Mitarbeitenden. Die sind in mehreren Sachen untergliedert. Einmal der entsprechende Dienstgrad, der geht nun höchstens Chief of Police. Und dann kommen die Nachfolgenden, die anderen Ringe. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Wenn ihr jetzt jemanden befördert, immer am Sonntag oder nach Absprache, vielleicht ist ein Officer oder der schon befördert wird unter der Woche, müsst ihr entsprechend die Zeile immer hochziehen. Ich mache es bei Capone mal beispielhaft. Zieht ihr Capone einmal hoch. Da seht ihr, er wurde offiziell als Officer 1 hinzugefügt. Korrekt? Jawohl. Gut. Mit wann kann man die so hochziehen? Kannst du die ganze Zeit schon so hochziehen? Du musst nur hinten die 35 hochziehen. Ja, Nick, ich hab es mir jedes Mal umständlich gemacht. Hast du jedes Mal gelöscht? Das weiß ich ja sogar. Da siehst du, da lernt man immer was dazu. Ja, wir streichen das. Mach, geht ruhig rein, ich kenne das alles. Streichen wir jetzt mal. Gut. Hier seht ihr entsprechend einmal den Rang. Der wird nochmal zusätzlich angegeben für die Datenanalyse. Datenanalyse stelle ich euch später auch einmal vor. Ostrolek, du kannst da auch gerne mit rein. So. Ja, Ostrolek kennt es ja schon. Der ist ja mit dabei. Er kann gerne zukommen. Du musst es noch aktualisieren. Was denn? Was soll aktualisieren? Weil da steht noch bei Rang Officer 2. Wer wo? Bei mir und Sigi. Ihr seid Officer 3? Ja. Also, stimmt, das habe ich vergessen zu machen. Aber ich habe ich habe so Officer 3 schon zugepackt. Was? Ich gehe immer drüber, das ist immer kleine Fehler, schaut immer nach. Dann in die Rangspalte für die Datenanalyse. Dann kommt die erste Abteilung. Die erste Abteilung ist immer gleich. Das ist Patrol Service. Jeder ist im Patrol Service dabei und es gibt eine Leitung. Ihr könnt hier immer die Funktion raussehen. Und das ist einmal der Gym. Korrekt? Jawohl. Dann gibt es hier oben die zweite Abteilung durch so einen schwarzen Strich einmal getrennt. Das geht ein bisschen weiter, die Liste, keine Sorge. Wenn ihr nämlich nach rechts geht, das könnt ihr entweder mit euren Pfeiltasten nach rechts gehen oder hier unten das verwenden. Beides geht. Die zweite Abteilung sind dann immer Zusatzabteilungen. Bei uns sind es im Human Resource Management, richtig Personal Management, richtig Recruitment Management, einmal die Leitungsperson und ihr seht auch entsprechend die Mitglieder. Ihr könnt auch mit Steuerung F nachsuchen, das mache ich immer ab und zu, dann werden die mich alle aufgelistet. Es sind 12 Personen, Datenanalyse ist immer auch aufgelistet, dann seht ihr auch alle grün markiert. Automatisch, sobald ihr in der Leitungsebene seid, leitet ihr auch die Personalebene und hier gibt es noch 4 weitere Mitglieder. Die sind einmal die Meier, Fukan Zins, genauso der Anton Ostrolek und Jens Butcher. Ihr seht, es gibt noch weitere Beteiligungen, es gibt immer SWAT. Dort seht ihr auch komplett die SWAT einmal aufgelistet mit ihrer Zusatzbezeichnung. Und ihr seht auch hier wie ein Beispiel Leitung. Dann gibt es auch noch die Rescue Unit, die aufgebaut wurde, aber aktuell nicht so aktiv genutzt wird, auch aktuell hier aufgelistet. Und Training Education. Das ist einfach die Abteilung. Es geht bis zu 4 Abteilungen für jede einzelne Person. Gut, dann geht's weiter. Sobald ihr das durch habt, beim einfachen Trainee sieht es halt so aus. Es ist nur eine Sache. Gut. Hier oben steht hier das Einstellungsdatum. Das Einstellungsdatum müsst ihr einfach angeben. Das wird dann automatisch in Tage und Wochen umgerechnet. Da müsst ihr nichts machen. Das heißt, ich kann euch das einmal zeigen. Das heißt, hier unten. Hier gibt jemand, der ist am 14.05. eingestellt. Wisst ihr, okay, der war 0 Tage bei uns, 0 Wochen. Und wenn der letzte Woche eingestellt wurde, sagen wir am 7.05., rechnet er automatisch 7 Tage und eine Woche aus. Das ist cool gemacht.
Es gibt mehrere coole Funktionen. Dann, ja, danke. Und Copnet bekommt man ab Officer 1 und ihr seht auch, warum wir das zusätzlich haben. Einmal ist das wichtig bei der Einstellung als Officer oder höher und bei der Entlassung bei Officer oder höher. Und da wisst ihr, die haben alle Copnet-Zugang. Das ist auch im Copnet, was ich euch gleich nochmal erkläre, bei den Zusatzfunktionen mit drin. Hier seht ihr auch dann die zweite Funktion, letzte Beförderung. Hier könnt ihr immer die letzte Beförderung entnehmen, wann eine letzte Beförderung her ist. Zum Beispiel als die letzte Beförderung von Herrn Miller zum Beispiel 255 Tage her. Die Gradierung ist keine Beförderung, dementsprechend ist es 255 Tage. Oder zum Beispiel Jens Butcher ist das schon 120 Tage her. Und ihr könnt jetzt immer sehen, okay, wo war die letzte Beförderung, welche Person sollten wir uns genauer anschauen, warum diese lang schon zurück. Und hier habt ihr die Wochenanzahl. Dann gibt es drei Warns. Ganz klassisch. Der erste Warn, der zweite wird schon ein bisschen dunkler und der dritte ist normalerweise Rausschmiss. Die können wir gemeinsam im Disziplinar-Community immer besprechen. Notizen, könnt Notizen hinzufügen. Dann geht es noch weiter. Dann gibt es einen ganzen Sektor für Ausbildung, die das kümmere ich meistens drum, keine Sorge. Ich erkläre es. Alles gut, alles gut. Genau, gibt es für jeden tatsächlich einzelnen Officer einen Ausbildungsstand, der in Datenlyse auch einwirkt. Deswegen nicht bitte einfach Häkchen da setzen. Das gibt für mich einen Überblick bei der Planung der einzelnen Ausbildungen. Einmal von Kurs 1 bis Kurs 16. Ich bin richtig gut ausgebildet, muss ich sagen. Ja, du hast alle Ausbildungen richtig. Dann geht es noch weiter. Dann gibt es für jeden Officer nochmal Übersicht, für jede einzelne Übersicht zu der Medaille, die man sammeln kann. Selber wie er dabei selber lachen muss. Dann wird es automatisch ausgerechnet, wie viele Wochen das sind und dementsprechend färbt sich das dann rot. Das ist die einfache Mitarbeiterliste, genau. Hat jemand zu der Mitarbeiterliste am Anfang irgendwelche Fragen? Nein. Gut. Dann geht es weiter. So ein Thema, ich stelle eine neue Person ein. Hier seht ihr eine Dienstnummerübersicht. Und ihr seht automatisch, welche frei und welche Ach, belegt nee. Sind. Hm? Bitte? Ich glaube, er hat mit sich selber geredet. Okay. Laurent, Jim, seht ihr das? Ja. Da seht ihr, könnt ihr nehmen, es sind ein paar schwarz, die geben nicht raus. Das sind so 31, 69 und 88. Die anderen kann man frei vergeben. Die 03 ist frei? Ja, die 03 ist frei. Ja, es ist, ihr könntet jetzt auch, sag ich mal, also theoretisch ist 01 ja Dings. Wir könnten jetzt umfangreich Dienstnummern ändern. Dann wäre die 01 Herr Teller, 02 wäre ich, 03 wäre Jax. Oder ihr behaltet eure Dienstnummer ganz einfach, das wäre auch noch Option. Ja, und danach wären 04 bis 07 für euch frei. Wenn ihr unbedingt Dienstnummern in dem Sinne ändern wollt, das Recht habt ihr jetzt. Das ist richtig. Damit. Überlegt es euch auf jeden Fall die nächsten Tage noch ein bisschen. Ich muss mir das halt ehrlich auch überlegen, weil ich sag dir halt ehrlich. Ich bin irgendwie schon immer die 34. Ja, ich bin auch schon immer die 17, so, weißt du? Und das hat eine coole Zusatzfunktion. Ihr seht gerade, es geht bis 1 bis 100. Und wenn ihr neue Mitarbeitenden habt, müsst ihr einfach hier eintragen. Könnt ihr mir kurz eine Dienstnummer kurz einmal nennen, die frei ist? 41. 41 und 100, ich trage beide ein. Geht direkt hier 41 und 100 ein. Die werden automatisch dann gesperrt im System hier. Ach, geil. Das ist geil, ja. Der Junge ist krank, war, was der alles macht. Ja, das ist. Und wenn ihr tatsächlich merkt, ihr habt die Liste relativ lang, ihr habt die 41 zweimal vergeben, überprüft das zweite System hier unten, wenn sie mehrfach vergeben ist und zeigt es euch rot an. Heftig. Ja. Ich war auch geflasht. Das ein Moment. Ich glaube, die Datenanalyse zeige ich euch dazu. Nein. Deren Köpfe werden explodieren. Gut. Dann, das Streifenblatt ist nicht relevant. Das ist einfach vom Copnet. Falls Copnet nicht funktioniert, habe ich ein Backup eins, der sofort installiert für Petrol Service.
heißt, da sind automatisch Ränge drin, automatisch die Namen auch der einzelnen Personen, die Auflistungen. Das ist nicht relevant. Ja, für, naja, ich sag dir ehrlich, für Jim ist es 100% relevant als also sollte, nicht. Sollte Cop nicht ausfallen, ist das schon tatsächlich. Ja, also Jim, gleich als Anweisung, du machst dich damit dann auch bitte einmal vertrauter, ja? Also guckst dir das alles an. Jawohl. Und genau. Bist Herr der Lage, wenn da was ist. Dann gibt's das nächste, das nennt sich Archiv. Im Archiv werden alle Personen aufgelistet von uns, die das LSPD verlassen haben, bis zum 29.01. Einmal kümmere ich mich meistens darum oder ihr und der neue ehemalige wird eben hier draufgepackt. Ihr habt einmal die Dienstnummer, vollständige Namen, Dienstgrad, Entlassdatum, wird auch für den Tag und Wochen angegeben und den Grund für die Entlassung. Falls sich jemand wie bei uns bewirbt, wisst ihr nämlich dann so Bescheid, warum entlassen wurde. Und es geht bis zum 29.01. davor und keine NOM. Genau. Der neueste Punkt ist Datenanalyse. Das wertet alles aus. Also einmal ist das die Personalübersicht. Ihr habt, sobald ihr mich den Rang dort einstellt, es wird automatisch berechnet, wie viel wir zum Beispiel haben. Wir haben 2 Chief of Police, einen Assistant Chief und das gibt euch dann einmal insgesamt Wert hier unten an. Ich sehe gerade, ich habe insgesamt falsch geschrieben. Genau. Und einmal einen Anteil in Prozent. Und dort könnt ihr sehen, zum Beispiel 22,7% sind aktuell von uns Trainees. Und links habt ihr entsprechend das Diagramm dafür und seht ihr so eine visuelle Übersicht. Die Rangengewichtung berechnet was anderes. Die stellt sich mit der Frage, ich habe eine Gewichtung jemals zugeteilt und die Frage ist, was ist im Durchschnitt der Rang, den wir gerade haben? Und er liegt bei 6,6. Das heißt, die meisten von uns sind Sergeant 2 und den Metrom ist die Mitte aktuell bei uns. Das ist ein Mathematisch, das ist ganz cool. Hier seht ihr die Abteilungen. Einmal den ein Schlüssel. Alle Abteilungen werden hier aufgelistet automatisch, wenn ihr es eintragt. Also nur eine Mitarbeiterliste und werden hier entsprechend einmal aufgelistet. Ich denke, ich finde einfach mal eine Person traurig. Genau, Detective Führung ist eine Person, SWAT 4, Human Research 5, Training Christian, genau. Dann gibt es die Ausbildungsübersicht. Es gibt einmal den absolvierten Teil und den nicht absolvierten Teil. Und hier haben wir die Übersicht, was sie halt brauchen, immer angepasst. Auch in Diagrammform für jede einzelne Ausbildung wird es exakt so übernommen. Wir können es halt so übernehmen, ob sie die Ausbildung jetzt absolviert haben oder nicht. Das ist für halt alle Kurse aufgelistet. Es wird automatisch berechnet, sobald ihr es umändert. Ich kann euch das einmal bald zeigen. Weiß, wenn zum Beispiel Leute, das ist echt der heftig, liebe, was er da gebaut hat, muss ich ehrlich sagen. Jetzt, nicht mehr, also ich weiß, wie man mit Excel Plus rechnet, aber mehr dann, weiß ich da auch nicht drüber. Genau. Geht ihr auf Datenanalyse wieder rein, dann seht ihr, ein Commander hat eine Personalführung nicht. Und das wird komplett alles automatisiert halt rübergebracht. Ja, welcher Commander ist das denn? Genau. Das ist soweit unser System. Wichtig ist auf jeden Fall die Mitarbeiterliste relevant und die Dienstnummern. Welcher Commander ist das denn, der das nicht hat? Alle haben das. Ich habe es nur einmal ausgetragen, beispielhaft. Ach so. Genau. Ja. Hat jemand dazu noch zur Personalliste irgendwelche Fragen? Nein. Laurent? Fragen nicht. Eine Anmerkung, dass du ein kranker Genie bist. Ja, das ist tatsächlich krass. Also. Praktische Personalliste für uns. Gut. Sobald Teller mir auf jeden Fall geschrieben hat, packt mich uns zu. Der zweite Punkt, der sich für euch ändert, ist Copnet. Kennt sich jemand einen Copnet-Modus für Leitungsebene von euch aus? Nee. Nein. Das heißt, es gibt eigentlich einen relevanten neuen Sektor für euch. Das ist einmal, wenn ihr jemanden
Officer befördert oder er hat seinen Zugang, weiß er nicht mehr, seid ihr auch in Zukunft dafür verantwortlich, den entsprechend rauszugeben. Und das könnt ihr einmal hier bei Mitarbeiter und Officer einmal auflisten. Ihr könnt dann hier oben rechtsklicken, Officer hinzufügen. Laurent? Ja. Yeah. Ist mir egal, was du jetzt machst, Nick, aber ich brauche jetzt Laurent. Okay. Okay, sehr schön. Jetzt komm. Gut. Dann, Jim, ja. Dann kannst du hier den Officer hinzufügen. Dann brauchst du vorher natürlich den Namen des Officers und die Dienstnummer. Dann ist es wieder 2525 und dann die Dienstnummer. Oder geht das automatisch? Nee, das geht nicht hier automatisch. Das ist nämlich Copnet. Da musst du zum Beispiel Nick von Melk eintragen mit der Dienstnummer 26. Place of Officers speichern. Ja. Dann entsteht da ein neuer Officer. Jetzt muss ich kurz aufpassen, dass ich nicht auf Verwalten gehe, weil da sind die Passwörter auch mit dabei. Und dann kannst du entsprechend, wenn du es erstellt hast, steht da Passwort, Kenndaten und die gibst du immer mit raus. Ah, okay. Genau. Ja. Und wenn du jemanden beförderst, das mache ich aktuell immer, musst du auf Verwalten gehen und die Ränge mit. Na gut, aber ich denke mal, mit Beförderung wird das so wie vorher bleiben, denke ich, ne? Genau. Das heißt, die Leitungsebene, also die Chiefs, dass sie das machen oder so, weil ich. Genau. Werde das vorschlagen, definitiv. Also wenn jemand soweit ist, werde ich das natürlich vorschlagen, aber die Beförderung selber offiziell irgendwie im Verteiler oder auch im Copnet oder so oder auch in der Personalakte weiß ich ja nicht, wie sich das genau einpendeln wird, aber deswegen, das will ich nur absprechen, keine Sorge. Und das ist so wichtig, wenn Officer hinzufügt. Perfekt. Sehr gut. Falls du irgendwelche Rückfragen zur Verwaltung hast, sag Bescheid. Jawohl. Sehr gut. So, dann wollen wir mal gucken. Dann würde ich gerne einmal mit. Danke für Bestellung lspd.biz. Was ist das? Das ist eine Domain. Für was? Hä? Was ist das? Ja, die kannst du mit verwalten, da kannst du mitmachen, was du willst. Das ist ja cool. Da kannst du dann E-Mails, musst mir dann Bescheid sagen, die richte ich dann ein. Oder ich richte dir auch so einen Zugang ein, weil ich habe 600 oder 700 Domains noch frei. Das ist so viel Domains frei? Weil ich mal ein Geschäft betrieben habe, was Root-Server, Game-Server, Domains und so weiter vermietet und verkauft hat. Das ist ja cool. Das ist krass. Müssen wir dann mal morgen oder die Tage mal in Ruhe genau absprechen wegen den Umleitungen und was ich dann noch eintragen muss, wegen der, ne, damit das direkt zum Beispiel auf der Homepage drauf zugreift, dann alles, ne? Das geht ganz einfach, muss ich einen Link einmal hinzufügen, wenn ich den hab, dann geht es direkt auf die Webseite. Genau, das können wir ja morgen in Ruhe machen oder die Tage. Ja, gerne. Apropos die Planung, Jim, möchtest du eigentlich in die Ausbildungsabteilung? Ausbildungsabteilung bin ich doch eigentlich zum Teil schon so quasi als Hybrid irgendwie so ein bisschen mit drin. Ja, aber nur nicht fest. Hast du Lust, fest damit Bestandteil zu sein? Ich kann es machen, definitiv, aber unter Vorbehalt tatsächlich, weil ich jetzt noch nicht genau weiß, inwiefern meine aktuelle Position mich unter Beschlag nimmt. Ja gut, dann warten wir noch ein bisschen. Ich muss selber erstmal rausfinden oder erstmal gucken, was mich alles erwartet. Grundsätzlich immer gerne, ich bin auch immer gerne mit dabei, mit Rat und Tat tatsächlich. Und als Springer ja sowieso sehr gerne, wenn irgendwo Not am Mann ist, helfe ich überall gerne aus. Aber ich denke, wenn sich das alles erstmal eingependet hat, dass ich gerne da auf jeden Fall Teil von bin. Also wenn es vor 19 Uhr ist, kann ich nicht, aber alles was nach 19 Uhr ist, kann ich dabei sein. Morgen. Achso, generell die Woche? Ja, alles was vor 19 Uhr ist, geht nicht, aber ab 19 Uhr geht. Komplette Woche? Von Montag bis Samstag? Ja. Ja, guck mal, da ist Ostrolek auf jeden Fall. Sonntag den ganzen Tag, aber von Montag bis Freitag halt nur ab 19 Uhr. Auf jeden Fall ein guter Ansprechpartner. Ja, Ostrolek ist schon Bestandteil. Vor 19 Uhr ist immer schwierig, weil da vor 19 Uhr kaum welche Mitarbeiter denn da sind. Genau, ja, ich sag's dir nur, ne? Ja, ja, also, weil ich erst um 18:30 fertig bin mit den anderen. Zeug.
Genau. Aktuell sind es auch nur die Trainees, die keine Ausbildung haben. Sind die Trainees aktuell da? Ja. Ja? Ja. Ja. Also Schokobon und das ist ja nur noch Schokobon, ne? Und Orofenius, den habe ich schon seit 3 Tagen nicht mehr gesehen. Sind die denn noch wach? Nein. Schokobon wach? Nein, der wäre ja da. Ja, aber Dings hier, Michael. Ja, genau. Der andere, der war vorhin da. Ah, okay. Tobi, meinst du? Nee. Der andere. Micha. Ach nee, der ist ja schon Officer 1, ne? Glaube ich, der letzte. Ich kann mir keine Namen mehr, so schlecht. Ah nee, der ist ja kein Trainee mehr. Lenny, Tobi, Effler. Ja, Lenny, der ist auch kein Trainee mehr, ne? David und Micha. Ja, Lenny ist ja kein Trainee mehr, glaube ich, oder? Lenny ist noch Trainee, ja. Ja doch, dann, ja, den meinte ich. Der war doch vorne, einmal vorne war der da. Ja, sehr gut. Ich würde sagen... Aber wir müssen halt warten, was die Gehörgangsprobleme so im Starte machen noch, ne? Weil es scheint wohl etwas größeres Problem zu sein. Ja, tatsächlich hoffe ich auch, dass das... Ich kenne mich damit sehr aus, also... Wenn das ausfällt, sage ich mal, das ist schon echt schwerwiegend bei den Anbietern dann. Ja, tatsächlich, das ist wirklich nicht witzig. Hast du noch irgendwelche Punkte, Nick? Nee, sonst bin ich glücklich. Gut, dann würde ich gerne mit Anton einmal unter 4 Augen sprechen. Ja, aber nur wenn du Lakritz-Dings hast. Ja, ich habe alles für dich. Bauchschmerzen. So, Anton. Da ich ja nun diese Unit hier aufs Auge gedrückt bekommen habe. Ja. Und tatsächlich auch den ganzen Tag oder tagsüber nicht da bin, würde ich das gerne sehen, beziehungsweise sehe ich dich selber da, als Augen und Ohren in dem Sinne. Ja. Und würde das auch echt gerne sehen, wenn genug Officer da sind und ich selber bin nicht da. Da werde ich mit McBain auch nochmal drüber sprechen. Ja. Das Thema Streifeneinteilung und sowas, dass das mit unter deine Fittiche kommt. Ja. Dass du da so ein bisschen Auge drauf hältst. Ich finde irgendwie jetzt aktuell ja noch Sergeant 2, muss ich sagen, da fängt das schon an mit der Verantwortung. Ich denke, dass dem Rank-Up zum Lieutenant tatsächlich ist ja auch angedacht, ist mit dir schon mal drüber gesprochen worden. Genau. Bist du ja schon Teil der Befehlsebene mit dem Rank-Up und ich würde das gerne mit in einen Aufgabenbereich mit einbringen. Kein Problem. Und wir müssen mal gucken, wie sich das Ganze einpendelt. Ich weiß noch nicht genau, inwiefern, was noch an Aufgaben dazukommt jetzt noch und wie das alles, wie gesagt, sich einpendelt. Aber ja. Da besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, dass ich noch ein paar Aufgaben mehr auslagern werde. Ja, kein Problem. So hat und, das ja auch angedacht von Anfang an schon, ne? Genau. Und ich habe schon viele Kollegen tatsächlich mit allen Kollegen immer ein bisschen Zeit verbracht, seitdem ich das weiß. Ich weiß das tatsächlich schon ein bisschen länger, dass diese Unit... Ich wusste das auch schon länger. Genau, und deswegen... Ich hatte das ja auch vorgeschlagen, Floki gesagt, sagte er, ich habe gesagt, nee, wenn, dann macht das einer und das bist du. Das kam von mir von Anfang an schon. Ich bin nämlich auch der Meinung tatsächlich, ich habe mit vielen Kollegen Zeit verbracht und habe mir schon mal, seitdem ich das weiß, schon mal ein Bild von allen gemacht, ein bisschen intensiver, auch ein bisschen im Hintergrund und da bist du hervorgestochen. Okay, dankeschön. Und deswegen sehe ich das in Verbindung tatsächlich mit dem Riva zusammen. Der weiß das noch nicht. Ja, der auf jeden Fall, mit dem komme ich sehr aber gut klar. Aber den sehe ich auch, tatsächlich in so einem Aufgabenfeld. Ja, definitiv. Und alles Weitere gucken wir dann mal, dass wir uns da vielleicht auch mal so ein bisschen zusammensetzen, gerade so, was die Patrol-Unit angeht, mit Beförderung vorschlagen etc. Ne? Also da haben wir schon, weil wir dann ja auch tatsächlich einige von den Officern ja auch dann in die Ausbildungsabteilung überstellen müssen, dass die Ausbildung tatsächlich alle absolviert werden und so weiter. Und auch gerade die Ausbildung der Trainees macht ja natürlich auch die Ausbildungsabteilung, aber den praktischen Anteil. Deswegen die Rescue-Unit habe ich auch schon abgegeben, also das mache ich nicht mehr. Das wäre mir sonst irgendwann zu viel. Genau. So, und deswegen
dass wir da den Schwerpunkt haben, dass die Trainees ordentlich ausgebildet werden, dass solche schwierigen Charakter wie Zander zum Beispiel auch gleich aussortiert werden in dem Sinne. Ja, da habe ich schon auch schon Bauchschmerzen gekriegt an den Tag. Ne? Da habe ich gedacht, irgendwas stimmt mit denen nicht. Ja, da war merkwürdig und tatsächlich war ich bei seiner Kündigung dabei. Ja. Und auch schon quasi inoffiziell als Commander der Patrol Unit. Und da muss ich ehrlich sagen, das war eine gute Entscheidung, den auf jeden Fall loszuwerden. Ja, und ich wollte den, ich habe mir erst überlegt, Tag vor, ne? Machst du mit denen die Ausbildung die nächsten Tage zum Officer? Habe ich gesagt, nee, irgendwas stimmt mit denen nicht. Ja, also deswegen. Von meinem Bauchgefühl her schon alleine, ne? Da sagte der schon, sagte ich schon nein. Der ist nicht ganz koscher, der Junge. Ja, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall sehe ich dem Ganzen positiv entgegen. Wenn auch mal denn jetzt die Gehörgangsprobleme tatsächlich mal behoben werden. Ja, ich werde der Regierung mal einen Vorschlag machen. Unter anderem. Ich könnte so ein Ding bereitstellen, wenn du verstehst, was ich meine, ne? Ja, ich habe das schon vernommen, was da... Ja. Nochmal was anderes, Jim, wegen der Petrol Unit. Wie siehst du Leute aus mit leichten Behinderungen dagegen in der Petrol Unit in Aussprache und so? Tatsächlich. Weil ich hätte da noch echt einen in der Pipeline, ne? Grundsätzlich der macht das schon fünf Jahre, der stottert ein bisschen. Der müsste sich halt dann halt nur ein bisschen mehr, das sagt er auch von sich selber. Bei Verhandlungen und sowas hält er sich dann natürlich ein bisschen zurück, wo es auch um Zeit geht und so, ne? Ja, gut. Grundsätzlich, eine Behinderung ist nicht abschreckend in dem Sinne, auch kein Kriterium. Das ist ein astreiner Kopf. Ja, immer her damit. Also tatsächlich müssen wir mal gucken mit der. Mit dem Rest der Leitungsebene tatsächlich habe ich mal vernommen, dass wir irgendwie auch mal dann in den Bewerbungsstopp reingehen sollen. Ja, ja. Wenn wir den nicht kriegen, also der hätte echt Interesse hierher zu kommen. Ja, also grundsätzlich, ja. Wenn der Bewerbungsstopp nicht stattfindet, beziehungsweise auch wenn er stattfinden sollte. Weil da geht uns echt ein guter Kopf verloren, wenn der ja, nicht, sonst tatsächlich mal mit McBain mal sprechen. Ja. Ob der vielleicht, was jetzt der Status von diesem von dem Aufnahmestopp bedeutet oder ob der jetzt aktuell ist. Ja, weil wenn wir den noch mit reinkriegen würden, auch wenn er bestoppt ist, also das wäre echt so ein, ja, ein Querschnitt von mir, ne? Das kriegen wir auch schon von, hin. Auch von der Anwesenheit her und so, halt, weil ja. Er halt eine Sprachbehinderung hat, hat er auch viel Zeit, ne? Oder auch in den Dienst zu kommen. Haben wir tatsächlich immer kompetent, also immer Platz für, würde ich sagen. Jo. Und auch immer der Bedarf an neuen Officern ist ja eigentlich auch immer da. Ja, ja, weil er ist noch nicht eingereist, aber er wartet vor den Toren, ne? Weil er ist ein reiner Cop-Mensch. Er ist als Cop geboren worden, so ungefähr, ne? Ja. Und will als Cop als erstes aus dem, mit den Füßen zuerst rausgetragen werden, wenn es nicht mehr ist, ne? Ja, da sind wir einige bei, die man nachher mit Gewalt irgendwie hier rausbringen muss. Da habe ich auch gedacht, wenn ich auch manchmal mad bin, aber hast ja schon mehr, ich habe ja zu Flugi gesagt, du kennst das ja. Ja, das Schwur, ne? Genau. Speziell. Nur es wird natürlich auch mal sein, dass ich mal ein bisschen dünne mache, ab und zu mal ein, zweimal in der Woche, das ist ganz klar, ne? So wie das wir auch. Das ist selbstverständlich, das ist super wichtig. Weil jetzt geht's in der Woche, im Sommer geht's los und du weißt ja, was ich noch in Europa ab und zu mache. Das geht immer vor. Ja. Guti, dann haben wir das. Ja, machen wir so. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte noch in eine Macebank-Arena. Ja, tatsächlich bin ich eventuell, ich bin am Überlegen, ob ich jetzt noch sparen soll oder ob ich tatsächlich auch mal... Du musst doch schon über 200 Treuepunkte haben. Ja, tatsächlich habe ich da ein bisschen mehr sogar. Ja, siehste. Habe ich dir eigentlich schon erzählt, da wo der USB-Raub immer, USB-Dings ist, ne? Ja. Da haben wir eine taktische Niederlassung. Okay. Da hat Magic sich ein Haus gekauft. Ah, Straße. Ja, das habe ich tatsächlich, das habe ich mitgekriegt, ja. Da weiß ich schon drüber Bescheid. So, wie viele Officer haben wir im Dienst? Yamato? 4 Stück, 5. Na gut, hier, McBain und Laurent sind ausgelastet. Was ist hier vorne los? Guten Tag, die Herren. Gut. Auch noch was, wenn sie alle hinter mir stehen, dann wäre ich ganz schön nervös.
Aber deswegen stehe ich ja vor ihm. Also jetzt stehen wir vor ihm. Oder sind es ja alle Trainees und wissen nicht, was sie machen sollen? Ich glaube nicht, dass wir Trainees sind. Wir sehen hier so mit die höchstrangigen Beamten derzeit. Ach, reden kann man auch nicht, hier wundert einen nichts mehr. Das würde ich nicht unbedingt, Ja, egal. Weißt du mal nicht, wer das ist? Ja, ich weiß ja, wer das ist. So. Welche Dienstnummer hat Yamato? 30? 30, glaube ich, warte mal. 30 für die 34 kommen. Gut, wenn du nicht fragen willst, dann rufe ich dich halt an. Hat hier irgendwo hat das hier geklingelt. Wo ist der Typ? Kommst du mal gleich mit mir zu meinem Twingo, ne? Ja. Test, hört ihr mich? Ja, jetzt ja. Positiv. Ja, jetzt. Was ist los? Aktueller 1020? LSPD, ich fahre jetzt zum Baumarkt und hol den Lappen und mach das LSPD wieder sauber. Ja, sehr gut. Da würde ich. Ja, dann würde ich sagen, Yamato, pass auf. Ich gehe jetzt einmal schnell mit zum Twingo und dann würde ich mich sogar anschließen. Okay, ja. Mal ein bisschen auf die Straße. Ja, dann warte ich. Wir wollen das ja nicht zulassen, dass er neue Posten einen hier ans PD fesselt. Da wollen wir ja gerne mal ein bisschen raus hier. Alles klar. Machen wir gleich eine Dreierstreife. Und da ist die dicke Million gebunkert, oder? Ja, da habe ich jetzt im Moment 200.000 drin. Welche Nummer hast du? 21. So, dann fahr ich den mit rein und dann können wir auf Streife gehen. Ich danke dir. Ich packe ihm nach. Jawohl. Die 30, die 99 und die 34 bilden RM1. Und sind Code 1. So, ja, Mato, wir warten noch schnell auf Ostrolek. Da ist er ja schon. Aber ich glaube, es bringt eh nichts. Perfekt. Jo. Wie fühlt sich das so ohne Tür? Meine Tür. Scheiße. Ich fühl mich gut und auch geschützt vor Zochluft und muss sagen, ich muss mir keine Sorgen um eine Blasenentzündung machen. Ja, ich auch nicht. Ist aber nicht kalt, oder? Nö, ich hab ein Hirnfell dabei. Okay, easy. So, ja, Mato, meine. Das ist schlimmer als Dings hier, ey. Meine erste offizielle Amtshandlung wird sein, tatsächlich, dass ich dir ein Fahrtraining verordne. Fahrtraining? Ja. Meine Karre sieht doch gut aus. Wie fährt sich der Ford? Fährt er sich anders als die Definitiv. Dodge? Besser? Ich finde den auch besser, den Ford. Den hier. Also der erste, den man da kauft, keine Ahnung, wie der gerade heißt. Falls das der Charger ist, der hat übel das... Halt mal mein Handyladen an hier. Also sind wir schon vorbei? Ne, hier. Hat übel das beschissene Handling. Ich muss mal kurz was checken eben. Ich muss mal kurz unsere Umsätze checken, ne? Jawohl. Aber dieses Auto, der hat echt gutes Handling. Lass mich mal kurz ein Stück fahren. Ja. Wir fahren einmal kurz um Block hier. Oh, geht. Ich finde, wenn er in der Beschleunigung ist, er halt ein bisschen schwerfällig, ja, ne, was die Lenkung angeht. Digga, du fährst selber schlecht. Fährst ja noch mehr überall dagegen als ich. Ja, es ist aber auch dem geschuldet, dass ich
Sieht das nur bei mir so komisch vorne aus? Immer Beifahrer bin. So. Bei dir sieht er wahrscheinlich normal aus, oder? Nee, bei mir ist er auch im Arsch, tatsächlich. Mach das mal bei Bilder. Es wird definitiv Zeit, dass die Tempomaten auch nachgerüstet werden. Was meinst du? Ja, dass die Tempomaten in die Autos kommen. Achso, ja, kommt noch. Ich habe mal eben schnell 30 Powerbanks fürs PD mitgenommen. Ich habe auch 5 Stück. Gott schütze euren Enthusiasmus. Was denn? Ich habe ja nur $20 dafür bezahlt. Also pro Powerbank. Oh, das geht klar, ja. Ist das der Einkaufspreis? Ja. Okay. Handy kostet $200 am Einkaufspreis. Funkgerät 150. GPS-Träger ist teuer, kostet auch $200 im Einkauf. Nice. Habt ihr alle einen Tracker, Mann? Nee. Die funktionieren auch noch gar nicht. Ne, ich habe auch keinen Tracker. Oh, Alter. Schön. Ja, Mato. Also Digga, so ich hab kurz auf Handy geschaut. Ja. Alter. Habt ihr Packet? Habt ihr Packet? Ja. Ach. Doch, ich habe eins dabei. 22. Ja, oder macht, also, ja. Ich hab kurz auf Handy geschaut. Ja. Was steht denn in der STVO? Will er uns umbringen? Betrunken am Dings da. Betrunken fahren. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Da fehlen mir echt die Worte. Also. Sag einfach, ich bin Japaner. Ja, das merke ich immer wieder. Und ich bin Japaner. Danke dir. Ja. Ey, wir fahren 5 Meter und er hat schon wieder eine Schramme drin. Ich bin Japaner. Ich stelle die Autos her. Du bist schlimmer als Riva, ey. Riva? Nee, der ist nett. Ja, der kann auch nicht Auto fahren. Ich auch nicht. Das merkt man. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, also... Ich muss hier immer aufpassen, weil hier ist, wenn ich hier längs fahre, ne? Ist bei mir irgendwo mal ein Loch in der Straße. Hier oder was? Ja. Bei mir ist das immer in der Stadt. Ich fahr, die Straße ist glatt. Ich fahr rüber, klack, bleib ich hängen. Perfekt. Kann man das denn kaufen? So. Wollen wir mal gucken. Ich Warum möchte gerne... kann man gerne... Dünger kaufen? $12. Die Dünger brauchst du für den Weed. Ich weiß, aber wann kann man die dort kaufen? Ja, weil das ein Baumarkt ist. Digga, sind die Teile so schwer oder was? So, wollen wir vom Chief mal gleich eine Rechnung? Warte mal. Oh, Alter. 30 mal 30. Ja, Mato, was hast du für Kopfschmerzen? Bei mir ist alles gut.
Also ich habe keine Kopfschmerzen. Ja, heftig, ey. Also ich weiß nicht, was bei euch ist, also bei mir ist alles normal. Nee, du hast heftige Kopfschmerzen, ey. Okay. Wir standen eben bestimmt 5 Sekunden still, ne, Smith? Ja. Keine Ahnung, bei mir war alles gut. Ich bin weitergefahren. Nimmst du Tabletten oder sowas? Nein, Koks. Hattest du auch mal eine Nabelschnur um Hals oder so? Immer vor dem Dienst ein Zügel Koks. Das hält mich wach. Von der 99. Standby, die 15 wird mal für mich antworten, ich kann gerade nicht. Das PD mal ein bisschen sauber halten hier. Das ist die Frage, wie wir da rankommen hier. Kann ich da so hochwischen? Ja. Mit dem Schrubber? Was ist? Ah, ne. Ne, komm ich nicht ran. Dann brauchen wir ein Motorrad oder sowas. Ich hol mal mein Twingo eben. Na, den kriegst du ja aber auch nicht zwischen hier. Ja, Mato. Ja? Wie kommen wir an das Scheißding da oben denn ran da? Ich hab ne Idee. Warte mal, geh mal weg. Oh. Jawohl. Du glaubst nicht, was Lukas macht. Was denn? Wir haben hier gerade jemanden, der zurück aus dem Dienst kommt, hab ich dir erzählt in der Bewerbung. Und ja. Lukas, echt jetzt? Ja, es sei ihm gegönnt. Also tatsächlich ist er ja zwangsläufig ja sowieso auf irgendeine Art und Weise Teil der Patrol Unit. Das ist schon frech, oder? Also, ja. Das ist schon frech, ja. Okay, richtig. Glauben kein Wort, der lügt alles. es sei ihm gegönnt. Ja, finde ich auch, dass er blöd ist. Ich habe nur Wette verloren. Er lügt. Find ich auch. Ja, sag ich. War nicht so hart wie du, aber ist okay. Okay, das ist, ciao. Hey, jetzt reiß dich mal zusammen, Mann. Hallo. Hallo. Hey, was ist deine Mutter? Jimmy, hab gehört, du bist zur Vater gegangen. Sehr gut, Yamato. 99, das Thema mit dem Graffiti, das hat sich erledigt. Der Japaner hatte kleine Hände und hat das weggekriegt. Ah, da oben noch. Meine Sushi-Hände? Da oben noch. Da, aber wie sollen wir da denn rankommen? Weiß ich es nicht. Was sind da Hände? Frage ich mich aber mal teilweise, wie die das hinkriegen. Ah, doch, Jetzt ist es weg, ne? Ja. Aber wahrscheinlich hier auf der Leiter, oder?
aber... Red mal lauter, ich verstehe kein Wort. Wahrscheinlich hier auf der Leiter hier irgendwie, aber wie soll man auf die Leiter raufkommen? Wir müssen irgendwie aufs Dach und dann runter. Von der anderen Seite. Nee, geht gar nicht. Müssen wir mit dem Helikopter da hochfliegen? Hey, ist doch wieder da. Ich hab mein Heli noch oben. Warte, ich flieg hin. Oder komm mit, wie du willst. Warte, hier. Hier drin auch. Ja auch, Jim. Eine Schweinerei war der Tod. Ich warte dann oben auf euch. Ja, sonst 99, flieg du eben schnell mit. Ich kümmere mich hier drum denn. Wohin fliegen wir denn? Einmal auf das Gebäude gegenüber. Einfach hoch aufs Dach, 99. Boah, das gibt's doch nicht. Ah, jetzt. Genau, jede Woche. Guten Tag. Hallo. Hier haben wir... Siebzehn für die 34? Zum Foyer. Und ist es noch da? Ja, ist tatsächlich noch da. Ja, jetzt ist es noch da. Du stehst aber richtig. Jetzt noch? Jetzt ist es weg. Okay, jetzt ist es weg. Okay. Also ein Effektlack sein oder sowas. Gut. Operation Reine machen wir ein voller Erfolg gewesen. Was wärst du? Die Powerbänke möchte ich mal loswerden. Die 17 ist gerade irgendwie Standby, so wie ich das mitgekriegt habe. Das waren alle. Ja, anscheinend war das alles. Na, wo denn? Draußen bei der Tiefgarage. Einmal da an der Wand, wo du bist. Hier ja. Oben. Und hier hinten. Hier hinten an der Wand. Tatsächlich. Hier, direkt hier. Ja, vorne. Ich sehe das, ja. Was für Schweine. Und da oben noch. Also einen Lappen habe ich noch. Ja, dann mach du das mal. Was für Ferkel?
Ich glaube, da können wir uns auch mal einen ganzen Schwung Lappen mal besorgen, irgendwie, ne? Dass man mal welche hat hier auf Lager. Irgendwie eine Asservatenkammer reinlegen oder so. Dass man mal irgendwie einen ganzen Schwung hier hat. Hast du noch Lappen? Ich nö. Ich kann mir ja keine kaufen, weil ich bin vollgestopft mit Powerbanks. Also Jim, du kannst auch mal aufräumen hier, ne? Wo aufräumen? Ja, hier. Aber das ist mein Bürotisch hier. Also. Ja. Und die McDonalds-Tüte da unten, oder was? Ja, das ist voll okay. Bist du Starkraucher, also, oder was? Ja. Zeig mir mal, wo die Asservatenkammer ist, dann packe ich also da. Also tatsächlich, so drei Aschenbecher am Tag sind immer ganz gerne mal voll. Okay. Weißt du, wo mein Seelenverwandter heute war? Na? Sandhausen. Wo? Sandhausen. Was ist denn Sand? Nein. Das sagt man so in Regensburg. Ich heute gerne gewesen, aber, ne? Hier oben soll die Asservatenkammer sein? Ja. Ich geh gerade durch. Wer ist das denn? Zimmermann. Hier. So, du bist mein Zeuge. Okay, ich packe jetzt 30 Powerbanks rein. Spendiere ich das PD, ne? Jawohl, das ist verstanden. Und diese glorreiche Heldentat. Boah, ich kann jetzt sogar in das Lager hier reingucken. Ja, ich nicht. Ja, dann pack das sonst da rein. Ja. Stimmt. Ja. Powerbanks da reinpacken. Entschuldigen Sie die Herren? Ja. Ich brumme es gerade noch einmal hier. Ja. Wie für uns ist wichtig, dass wir sie sehen. Kannst du uns nochmal welche nachordern, zur Not? So, die sind jetzt hier drin. Also die sind auf jeden Fall. Powerbanks sollten erstmal reichen, ne? Ja, also allzu oft braucht man die auch nicht. Also das, ja. Ich meine, ich habe selber jetzt gerade noch genug Akku. Ja, man soll die eigentlich auch bei mir, bei uns kaufen, ne? Kriegt man diese Luken eigentlich auch auf? Nee, wir haben welche mit offenen Luken hier. Jetzt hier die letzten beiden. Weil wenn du die zu hast, ist ja auch ein bisschen risikoreich, ne? Ja gut, aber ich meine, du gehst ja nicht alleine in die Zelle. Nee, das stimmt. Das ist ja tatsächlich, das ist ja immerhin zum Absichern da. Also wenn ich mal hier schlafen gehen soll, dann gehe ich hierher. Ich habe tatsächlich auch schon mal hier in der Zelle geschlafen. Ich habe mir bloß überlegt, wenn ich aufwachen sollte und die ist auf einmal belegt. Das stelle ich mir ziemlich witzig vor. So aktuelle. Ja, gut, so viele Verbrecher haben wir ja gerade nicht, ne? Aktuelle Belegung im SG. Tatsächlich, gerade jemand auch. Immer noch im SG? Ja. Wer denn? Nemo. Nemo? Achso, das will ich hier nicht, ich will runter. Was ist denn das für eine Tür hier? Das ist immer noch Asservatenkammer. Das ist immer noch die Asservatenkammer. Wieso habe ich denn eigentlich noch? Warte mal. Achso. Ich muss mal zur Bank. Ja, ich komme mit. Wir kommen mit. Was brauchst du denn? Ich muss Geld abliefern. Geld einzahlen. Die Wettende aus dem. Weißt du, wie viel wir noch im Pott haben? Na? Da sind jetzt noch 60.000 drin. Oh, das reicht doch erstmal. Also, Montag, Dienstag sind wir im Plus drin. Also ja, von den gekauften Waren, die wir bis jetzt eingesetzt haben, ne? Und das dann geht's jetzt gut ab ins. Die anderen 600.000 einzufahren. Aber das Yamato kommt ja nicht. Packst du ein Auto aus? Kann ich machen. Aber meine sind nicht frisiert. Ja, macht nichts. Meine auch nicht. Welchen soll ich denn nehmen? Den Charger oder? Ja, einfach irgendeins, was du fahren willst. Nur über den hier. Aber
kann sein, dass ich mächtig Kopfschmerzen habe, ne? Ja, das macht nichts. Ich bin hart im Nehmen. Ja, weil... Ist der Zimmermann schon eingestellt? Tatsächlich. Ich wüsste bloß gerne, was die 17 macht. Ja, ich 17 auch. Für die 34. Ist nicht im Funk. Ah. Der ist echt gut, ey. Lässt sich gut fahren, der Durango, ey. Ja. Bin ungetuned, ist er ganz gut. Hier war doch irgendwo ein ATM, oder nicht? Jetzt hier links ist gleich die Bank. Ich wollte gerade sagen, irgendwo war auch die Bank hier. Vorne rechts müsste ich auch sein. Naja, jetzt wieder links. Da vorne. Ach da. Hier schon wieder ACAB. Ja, irgendwie. Schönen Feierabend. Ebenso später. So, alles in Litecoin. Alles in Litecoin. Gut, ich würde sagen, ich gehe jetzt auch gleich 10-2. Das war ein harter Tag heute. Sehr gut. Check. Wo finden sich die Herren denn? Wo ist der Lauren? Ja, Jim. Wo bist du? Wieso F99? Geht direkt vom PD, wurde ein F99 ausgelöst. Sicherheitsalarm, irgendwie ist eingebrochen oder so etwas. War das einer, also ich weiß nicht. Keine Ahnung, wir kommen mal zum PD zurück, falls du... Ja, ich bin im PD, ich bin zwar, ich bin aus dem Dienst, aber ich bin im PD. Ich wurde, komm schnell in den Dienst, hier wurde gerade ein F99 von der Toranlage ausgelöst bei uns. Hallo, bist du wieder 10-1? Informativ für alle verfügbaren Einheiten, es wurde gerade ein Alarm ausgelöst, wo der Toranlage vorne im Parkhaus. Ein 1199? Ja, wurde so ausgelöst automatisch, 1199. Ja gut, ich bin vom PD. Sachlage ist auf jeden Fall unklar, aufpassen draußen, gell? Wie sind jetzt 1020 davon? Die Postleitzahl? Direkt vom PD. Ja, ich bin direkt vom PD. Jawohl, erstmal. Lukas, hast du noch eine Drohne? Nee, leider nicht. Irgendwas muss hier los sein, ich weiß bloß noch nicht was. Ja, ich auch nicht. Was soll denn hier los sein? Ja, keine Ahnung, ich bin gerade wieder 10-1 gegangen auf jeden Fall. Hier soll irgendwo ein F99 ausgelöst sein. Ja? Ja. Wo ist denn der F99? Ist kein F99, unser Tor wurde geknackt.
Ja, sehe, glaube ich, TV gerade hier langlaufen. Jungs, bitte, wenn ihr eine Position einnehmt, wie Hof, Dach oder ähnliches, funken, wo ihr seid. Damit Kollegen euer... Guten Tag, der Herr. Ja, das ist eine von uns. Das also. Ist eine von uns. Jim, wo ja. siehst du TV? Ja, nee, ich bin hier noch am Parkplatz. Das war tatsächlich der neue Kollege. Der handelt sich gut hier. Gut, Zimmermann, kommen Sie wieder, die sich geknackt haben. Die fangen gerade vorbei. Ja, alles gut, alles gut. Lukas, kümmere dich bitte darum, dass der neue Kollege eingeklemmt wird. Ja, wir gehen gleich zum Charakter. Bleibt mal auf dem Dach hier. Naja, auf jeden Fall ist das Tor wieder am Schließen hier. Die Jim, die gerade vorbeifahren hier, Fahrzeug die ganze Zeit. 10-5. Fahrzeug kommt zurück. Ja, das ist verstanden. Ja, ich würde lass mal 99, lass mal hier rein ins PD gehen und die 17 spottet oben ja weiter. Und wenn dann irgendwas Verdächtiges sein sollte, dann gehen wir schnell wieder raus. Im Übrigen, ich lieg hier auf dem Dach. Ja, ich hab die vorhin schon gesehen. Maschine. 30 Powerbanks liegen in der Wartenkammer übrigens. Du bist der Beste. Da hinten ist eine kleine Spende von mir, ne? Von Voodoo Phone ans PD. Ja. Das ist auf jeden Fall komisch. Was versprechen die sich davon? Ja, dann sind die auf dem Hof. Dann haben die noch so viele Schlösser zu knacken. Weiter kommen sie, als bis zu den Toren kommen sie auch nicht. Und dann ist die Frage, was wollen die hier? Dann ist die Frage, was wollen die hier drin? Tatsächlich, weil wir haben hier weder TVs gerade inhaftiert, noch irgendwas anderes. Das verstehe ich auch nicht. Irgendein Officer im Streifenwagen unterwegs. Es kann sein, dass das Laurent ist, ja, zum Einkleiden tatsächlich.
Gut, 34, 10, 2. Gute Nacht, Jungs. Nacht, ey. Gute Nacht. Schön, dass du da warst. Schön, dass ihr da wart. So, Freunde. Das war's für heute tatsächlich. Heute startete der Stream ein bisschen später als sonst. Aber dennoch ist heute viel passiert. Mehr organisatorisch als Action. Aber nach langer, langer Zeit tatsächlich der lang ersehnte Commander-Rank und die Leitung der Patrol-Unit. Mal gucken, was da alles auf uns zukommt, was das Aufgabenfeld tatsächlich sein wird, wie die Kollegen mitspielen. Ist ja auch immer so eine Sache. Gibt welche, die sind schon ein bisschen länger im PD und mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Auf jeden Fall geht es morgen Abend weiter. Mit der aktuellen Lage und in diesem Sinne, es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns morgen.